La 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 Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Ja, jetzt habe ich dich damit überrascht, dass du ankündigen musst. Aber ich habe es gemacht. Weißt du, welche Episode wir haben? Ja, wir haben 79 minus 1. Es gibt, warte mal, ich rechne es mal aus. Tipp, tipp, tipp. 78. Comic Cookies, Episode 78. Bitte nicht mit Mathematik im Dezember, so kurz vor Weihnachten. Ja, ja, gut. Was hat er 78? 78 hat er viele Konzerte gegeben. Da gibt es auch ein paar Bootlegs, Schallplattenaufnahmen. Steffen trinkt gerade und das Knautschgeräusch war das Glas am Mikrofon vorbei. Ja, am Rande des Universums. In der Stadt am Rande des Universums. Wo sind wir hier? Ja, wir das sind hier. Wir. Und wir Stadt haben. Am Rande des Universums. Wir haben Gäste. Gäste! Wir haben Pumuckl und. Ach nee, wir haben Menschen da. Da hatte ich gerade Pumuckl. So, genau, ja. Wir haben Menschen und ja. Die lassen sich mal selber vorstellen, weil die waren wirklich noch gar nicht im Podcast. Dann dreh doch mal ihre Mikrofone auf. Mach ich mal erstmal von dem Herrn da drüben. Ja, hallo, hier ist der Marek Sulewski und ich bin einer der Gäste. Das ist schön. Und die andere Gäste, den anderen Gast haben wir hier. Ja, das ist der Sascha Dörp. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Ich bin auch ein bisschen später gekommen, deswegen wäre ich jetzt wunderschön, würdet ihr mich jetzt sehen können. Ja. Ja, das hat sich jetzt auch durch das doppelte Verspäten wieder aufgehoben, also von daher. Das ist immer verrückt irgendwie. Ja. Das doppelte Verspäten, also wir sind früher dran, oder? Ja, aber das ist die meisten verwechseln, dass Minus mal Minus Plus gibt, aber doppelt heißt ja Plus. Ja. Das heißt, Minus Plus nicht Minus vergessen, bleibt Minus. Wir sind in der Stadt am Rande des Universums. Das sind heißt, wir. Das da ist das mit den Wahrscheinlichkeiten und der Realität und überhaupt. Also mit anderen Worten, wir sind noch nicht am Arsch der Welt, aber man kann ihn von hier aus sehr, sehr gut sehen. Und genau. Vor allem, Manchmal, wenn der Bauer seine Gülle auf die. Das Riechen kam ja jetzt von ihm, das heißt, von dort kommt der Geruch. Moment. Das rieche ich immer erst, wenn ich hier um die Kurve fahre. Also nur, wer sich begrenzt, dass er sein Leben so sieht, dass die Zeit allein linear vorwärts verlaufend geht, der glaubt, dass nur Ursache und Wirkung zählt. Oder andere Menschen, die sich darüber gar keine Gedanken machen und einfach so in den Tag hineinleben. Aber die sind näher dran als die, die glauben, dass nur Ursache und Wirkung in Zusammenhang. Damit die Leute was erfahren und sich Gedanken machen können und vielleicht auch was wissen, würde ich sagen, dass wir unsere Gäste sich mal vorstellen. Ja, dann dreh doch mal mein Mikro runter, damit ich nicht so viel sabbel. Machst du trotzdem. Mike, erzähl doch mal ganz kurz von dir. Was hast du mit Comics zu tun? Ich bin seit langer, langer Zeit ein Comic-Fan. Habe seitdem ich klein bin eigentlich immer auch gerne Comics gelesen und wollte immer in die Richtung gehen, habe aber dann unglücklicherweise doch Design studiert und war jetzt lange Zeit oder bin. Ah ja, man musste von irgendwas auch leben. Irgendwas muss man ja machen. Von irgendwas muss man halt am Schluss leben. Ja. Habe dann halt Design studiert und lange Zeit oder arbeite in der langen Zeit in der Agentur und habe jetzt so seit einigen Jahren doch mit einem Projekt angefangen, ein Comic zu zeichnen. Also eigentlich zeichne ich an zwei Comics und habe an einem Gemeinschaftsprojekt in der letzten Zeit gezeichnet, Heldroin, da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu. Kommen wir gleich nochmal dazu. Genau. Und will einfach ein bisschen intensiver in die Comics rein. Das ist so meine Ausgangssituation. Als Comicfigur oder als Comiczeichner? Ich will beides. Beides? Ja. Da kommen wir nachher auch noch dazu. Ja, also es ist halt, ich will beides. Alles offen hier. Ja. Du wolltest noch eine Frage stellen, oder? Aber hattest du leicht eine Frage angemeldet? Nee? Ja. Oder habe ich das falsch gedeutet? Hast du schon wieder vergessen? Du brauchst auch was zum Schreiben. Also da ist, das war bestimmt nicht richtig. Was, du liest schon sehr gerne lange Comics. Was war denn so dein Einstieg?
mit den Comics? Ja, also der Einstieg, wo ich dann noch das fokussiert habe, ich will auf jeden Fall was zeichnen, war Morbus Gravis von Serpieri. Ja, da muss ich man... Ich habe bei den Comics was anderes gedacht, was ich auf jeden Fall jetzt machen will. Nee, das hat mich wirklich motiviert, da irgendwie sowas in die Sache zu zeichnen, weil ich das einfach wahnsinnig gut gezeichnet fand. Also ja, ich finde von Serpieris, klar, Anatomie, was Anatomie angeht, ein sehr, sehr guter Zeichner, aber auch generell das erste Band, also mit diesem Szenario, mit diesem, ja gut, ich will nicht spoilern, aber ich meine, das ist von 85 mit dem Raumschiff und so weiter, also das ist schon, das ist ein toller Plot und ja. Das hat mich irgendwie gepackt und auch der Bereich des Cyberpunks aus den Comics, also auch aus den Filmen, ist auch praktisch das Grundelement für meinen Comic und in diesem Bereich bewege ich mich halt so in der Zukunft, wo Motorradgangs und Weltraumpiraten miteinander agieren und Syndikate, Geheimdienste, mhm. Also eine Kombination aus, ich sag mal, Blade Runner, der Pate und weiß ich nicht, sowas in der Art. Also an dem zeichne ich dran, das sollen drei Bände sein und den ersten habe ich eigentlich schon durchskizziert und bin gerade halt in der Inking, in der Zeichenphase und habe mir 2019 als Deadline gesetzt. Also Mitte 2019 möchte ich das irgendwie an den Mann bringen, ans Licht der Öffentlichkeit. Und an die Frau. Ja, unbedingt. Ja. Aber es ist ja gar nicht schlimm, dass du vom Pfad des Comiczeichners weg bist und für die Comicwelt eine Weile verloren warst, weil du jetzt ja zurückgefunden hast. Und du hast ja ganz heimlich beim Illustrieren dich einfach ein bisschen routinierter mit dem Zeichnen beschäftigt, weil deine Sachen sehen ja ziemlich passend für das Genre aus. Es kommt ja ziemlich wuchtig rüber. Liebe Zuhörer, 2019. Ja, cool, vielen Dank. Ja, aber stell dir mal vor, du hättest das damals, als du Morbus Gravis gelesen hast, wenn du da angefangen hast zu zeichnen, hättest deinen Scheiß gezeichnet. Ja. Wie sähe das denn jetzt aus? Das hättest du heute ja kaum mehr zeigen können. Nee, also ich hab ja noch, ein paar Sachen haben es irgendwie überlebt, ja, den einen oder anderen Wasserschaden oder sonst was. Und ich muss dann auch echt sagen, das will man sich dann nicht mehr angucken. Ja, also das ist halt so die Sache. Du willst behaupten, es war aus Versehen, dass du da Wasser drüber geschüttet hast. Dass die Morbus Gravis-Ausgaben sich nicht mehr durchblättern lassen. Das habe ich mich jetzt gar nicht getraut zu sagen, aber das ist halt so. Die haben es überlebt. Also das hat es überlebt, ja. Ich hatte dass das Wasser war. Leider viele meiner Zeichnungen sind halt im Keller gelagert gewesen und nach einem Wasserschaden sind 80% so der Zeichnungen der letzten 20 Jahre. Aber vielleicht ist es auch gut so, weil man Originalmaterial rar. Das heißt, bei eBay geht es dann richtig in die Höhe. Ich möchte dem Sascha vor allem nochmal sagen, du brauchst dich auch gar nicht so zurückhalten hier, bisschen ab 18, ne? Also von daher... Ja, also was ihr nicht seht da draußen vor den... Wir sitzen hier alle nackig. Typische Podcast-Outfit ist nackig. Nackig, weil man kommt ja so ins Schwitzen beim Reden, Marek. Mhm. Aber ganz ehrlich, manchmal ist es ja ganz gut, reinige das Feuerauto da Fee, das Zeug, was man mal gemacht hat, weg damit durch den Orkus und... Platz für was Neues auf der Festplatte sozusagen. Ist es auch, also ich bin auch eigentlich happy, dass das auch passiert ist, weil so konnte ich mit vielen Sachen auch neu anfangen und so hing ich irgendwie an sehr vielen alten Zeichnungen, Szenarien und das ist jetzt weg. Deswegen eigentlich neu angefangen, jetzt so vorletztes Jahr und ja, wie gesagt, für mich eine sportliche Deadline 2019, aber mal gucken, wie weit ich komme. Wie viele Seiten werden wir denn da erwarten können? Also der Plan ist, dass die drei Ausgaben a 62 Seiten, das heißt, ich habe schon vor, bis Mitte nächsten Jahres 62 Seiten zu haben. Ich habe 90% skizziert. Jetzt ist einfach so der Zeitpunkt des Zeichnen, des Inkens und natürlich des Kolorierens. An manchen Charakteren tüftle ich noch. Dialoge sind zu 90% steht das alles fest. Deswegen den ist jetzt Dialog fast Fleißarbeit. Unbedingt, ja. Also ich notiere auch mit. Ja, das kommt dann direkt in die. Brauchst du nicht. Du kannst es ja dann einfach. Prolog. Ja. Wir nehmen das heute auf und. Sehr schön. Wir stellen das dann exklusiv für dich und ein paar andere Hörer zu. Ja, es ist gut, dann kann ich es vertonen. Machen wir direkt einen Film. Geil, ja. Ja. Oder ein Hörspiel erstmal. Und liebe Leute, wir verlinken ja auch ein paar Bildbeispiele jetzt. Du lieferst ja ab. Gerne, ja. Klickt mal an. Ja, so macht man das auf jeden Fall. Sascha. Jawohl.
Du bist ja in der Popkultur auch so ein bisschen schwer verankert, wenn ich das richtig Morbus Gravis Popkultur. Ja, also Morbus Gravis war natürlich damals auch, also, aber das war nicht mein erster Comic. Also ich frage mich auch, was passieren muss, damit man sagen kann, mein erster Comic war damals Morbus Gravis. Wie alt war, wie alt muss man da gewesen sein? Nein, man muss schon sagen, es war jetzt nicht der erste Comic, den ich gelesen habe, aber das war so der Comic, wo ich dachte, ich will sowas auch zeichnen. Was war denn dein erster Comic? Weißt du, das ist noch so ganz... Das war Asterix. Asterix. Das war als Kind noch, weiß ich, ne, ich bin ja in Polen aufgewachsen und deswegen kannte ich kein Deutsch, aber ich habe einen deutschen Asterix bekommen, deswegen konnte ich ihn damals nicht lesen, ich war, keine Ahnung, sechs so die Kante und ich weiß noch, das war so der allererste Comic, den ich bekommen habe, aber das war so die Kindesphase, für mich war halt Morbus Gravis oder generell Schwermetallzeiten waren das so für mich die, wo ich dachte, das will ich auch machen, das will ich, davor war es nett, ich habe mal bei Snoopy mal als Kind auch mal gezeichnet oder sowas, aber es war ja nie, dass ich irgendwie so einen Plot in Aussicht hatte oder irgendeine Geschichte mitteilen wollte, sagen wir mal so. Man muss ja auch sagen, dass wahrscheinlich Polen zu der damaligen Zeit, in der du da noch gelebt hast, doch sich von dem Polen, was es jetzt so gibt, doch ein wenig unterschied, oder nicht? Es ist extrem, also das hat eigentlich mit der damaligen Zeit nichts zu tun oder kaum was zu tun, denn du bist damals aufgewachsen und es ist immer so dieser Floskel, wir hatten nichts, aber wir hatten wirklich nichts, also alles, was du bekommen hast, kannst entweder, ja, du kennst es ja auch, entweder hat man es halt von den Verwandten aus dem Westen bekommen oder durch irgendwelche Bekanntschaften, also dass du hier in so einen prall gefüllten Comicladen gehst und sagst, oh, ich hätte gerne die, also, sowas gab's nicht. Ja, aber gab es polnische Comics, die du auch gelesen hast, sowas wie ich weiß nicht, Mickey Mouse oder aber ist ja nicht so polnisch jetzt. Nee. Aber sowas, weiß ich, wie eine polnische Version von Zack oder so, was? Ja, also es gibt da ein paar polnische Sachen und wir sind, da war ich 8 nach Deutschland gekommen und mein Interesse an Comics ist danach erst gewachsen. Ich habe dann ein paar Sachen bekommen von der Verwandtschaft aus Polen. Das waren ganz coole Sachen, da weiß ich jetzt den Titel nicht mehr, aber in Polen gab's damals halt keine Comic-Szene. Ich meine, in Deutschland ist es schon schwer, also in Deutschland ist es eine Handvoll von Zeichnern, die vielleicht so bekannt sind, dass sie auch im Endeffekt auch wirklich das davon leben, da arbeiten, aber in Polen ist es noch schwieriger gewesen, also das ist wirklich brotlose Kunst, kann man sagen, deswegen gab's da jetzt nicht. Es gibt einen guten Zeichner, der lebt in Belgien, ich kann jetzt nicht auf seinen Namen gerade, aber der veröffentlicht in Belgien auch viele Comics. Und der Rosinski zufällig? Ich nee. Der Große macht das kleine Schninkel und Torgal und so? Nee, also an den denke ich nicht. Okay. In der aktuellen Comic-Szene steht drin, dass sich der von Torgal jetzt offiziell verabschiedet hat, dass die Nachfolgezeichner alles machen dürfen. Okay. Auch da geht eine Ära zu Ende. Ja. Mhm. Der Rosinski. Da hätte man auch anfangen können, wegen dem zeichnen zu wollen. Ja, so ein bisschen das habe ich damit gemacht. Also Torgal gab es eine Zeit lang in meiner Vita, war ein sehr wichtiges Comic-Projekt. Ich habe es gerne gelesen und auch mich da so ein bisschen, und Hans hat er ja auch mit dem Duchateau zusammen gemacht. Und den Schninkel mit dem Van Hamm, also das waren so diese drei Einigkeit, die in meinem Rosinski-Altar gestanden haben. Aber bei mir selber ging es wesentlich harmloser los, nämlich mit Lucky Luke, nicht mit Asterix, sondern mit Lucky Luke, was ja quasi so am Kiosk daneben, links daneben, Kiosk daneben irgendwie ist. Und Kiosk war damals auch das große Stichwort, denn gab's nicht sowas wie eBay oder Internet, sondern man musste sich dann die Kioske ausgucken und dann wusste man, da gibt's den singenden Draht, in Löwenich gibt's dann Reitet für die 20. Kavallerie und ich weiß nicht, Fingers gab's dann irgendwie in Poolheim bei mir ums Eck. Also die Kioske wurden dann abgegrast, die Lucky Lukes wurden dann gekauft und relativ schnell wurde dann halt auch versucht, mit dem ersten Comic von mir, Charlie der wachsame Sheriff, eine erste Western-Serie zu etablieren, die sich dann aber während, und das kennen sicherlich viele in dem Alter, während man sie zeichnete, veränderte sie sich dann auch ständig. Beginnt relativ harmlos, mit relativ grober Struktur, dann wird sie immer besser ausgefuchst und irgendwann war es bei mir so ein Action-Comic. Also ich habe die auch noch zu Hause, es ist Gott sei Dank keinem Wasserschaden zum Opfer gefallen, aber es ist natürlich, das waren so die ersten Schritte. Und Lucky Luke, die Postkutsche, war der erste Comic, den ich gekriegt habe, von meinem Vater, der damals Kutschenreiter war. Nee, Germanist. Also meine Eltern sind beides Pädagogen und die haben natürlich dann, nachdem sie dann bei mir die Flamme des Comiclesens entfesselt haben, haben sie natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil
das wurde dann nicht in Einklang gebracht mit Literatur. Naja. Welchen Geist haben wir da geweckt? Richtig, an welcher Flasche haben wir gerieben? Ja. Ja. Ja, aber es ist ja nicht nur Comics bei dir, ne? Es ist ja dann auch so ein bisschen, also du hast ja dann auch mal, ist jetzt wirklich ganz quer daneben, aber du hast auch irgendwelche deutschen Titel für US-Produktionen zum Beispiel von Filmen. Ach so, ja. Mitentwickelt? Ja, ja, ja. Also im Prinzip kann ich nur das wiederholen, was der Marek gesagt hat. Ich habe halt lange Zeit gezeichnet, bin dann irgendwie, um Geld zu verdienen, denn das ist ja etwas, was den meisten Zeichnern, Comiczeichnern in Deutschland nicht vergönnt ist, Grafiker geworden und als solcher bin ich dann bei der Konstantin-Film gelandet und habe dann eben da auch schöne Sachen machen können, unter anderem eben die deutschen Titel zu amerikanischen Filmen, es war sehr, sehr lustig, was da so bei rumgekommen ist, aber auch Kinoplakate habe ich machen dürfen, Websites für Filme, also eine Woche das Sams, die nächste Woche Resident Evil und dann die Woche da drauf, weiß ich nicht, Emil und die Detektive, also das war halt relativ durchmischt. Ist doch cool. Man durfte das nicht verwechseln, dass dann plötzlich im Sams die Zombies aus dem überall ins Ei gesprungen sind, aber heutzutage ist sowas Mesh-Up und Sinn und Sinnlichkeit und Zombies und so Zeug. Naja, genau. Ja. Alles Meta heutzutage, alles. Ja. Sams und die Zombies, das wäre noch was. Ja. Naja. Genau. Also das heißt, da so für den Film, also alles, was mit Grafik zu tun hat im Grunde, als Grafiker abgearbeitet, mehr oder weniger? Ja, damals. Also damals ging es nach dem Studium da eben mit los. Mhm. Irgendwann kam dann der große Batzen Tabakwerbung dazu. Ich habe krass den Tabak an den Mann gebracht, bis es nicht mehr ging. Und jetzt seit Jahr und Tag bin ich jetzt tätig in der Pharma-Werbung. Also ich bin ein typischer Werber, mag man gar nicht meinen, wenn man mich hört, haha. Aber trotzdem bleibt immer noch Zeit, um Comics zu zeichnen. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen einer der Gründe, warum ich neben dir hier hocke. Mhm. Genau. Und du hast für Pharma Werbung gemacht. Also so ein Pharma ist ja jemand, der Nüsslein. Ui, ein lustiger, ein Karlauer, den ich bisher noch nie gehört habe. Shark Pharma, hast du damit gearbeitet? Nee, den habe ich tatsächlich nur gelesen, mit Begeisterung gelesen. Bin der Pharma. Oh Gott. So, den Michael machen wir, also den Michael Legende machen wir mal ein bisschen weg. wenn da nichts Gehaltvolles kommt. Nein. Wo waren wir denn jetzt? Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Comics wahrscheinlich. Achso, Comics wahrscheinlich. Ja, genau. Die haben dich dann nie losgelassen während der Zeit, oder? Doch. Ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, also ich habe Grafikdesign studiert, habe ich dann auch sofort aufgehört mit Comiczeichnen. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber damals passte das irgendwie für mich nicht zusammen, weil mich andere Dinge interessiert haben, wie Typografie zum Beispiel oder eben Video und Animation. Und das habe ich auch lange, lange Zeit dann auch so beibehalten, habe gar nicht mehr gezeichnet, bis eben vor mittlerweile 8 Jahren, 2010, habe ich angefangen, mit School Peppers eine Cartoon-Reihe zu machen. Und Comics zeichne ich jetzt seit 4 Jahren tatsächlich. Mhm. Erst möchte ich fast sagen, wenn ich so gerade zurück. Seit 3 eigentlich. Vor 4 Jahren war ich nämlich auf dem Comic-Salon Erlangen und habe Leute gefragt, von denen ich gedacht habe, sie könnten davon leben, ob sie davon leben können. Man guckt nämlich zu weinen. Die Antwort war nein. Die Antwort war teilweise auch einfach nur unkontrollierte Zuckungen. Also da darf man sich halt nicht mürbe von machen lassen. Es gibt genügend Leute, die das irgendwie auch schaffen, die auch so eine Mischmasch machen aus von Comics leben, aber eben auch von Illustrationen und so weiter. Andere, dem wie ich noch machen halt Design und Gestaltung und weiß ich nicht, gestalten halt eine Website oder eine iPad-App oder eine Broschüre. Und irgendwie kann man da ja auch das Thema Comic immer wieder mit einfließen lassen. Also das ist dann schon irgendwie so eine Sache, wo man Geld für bekommt. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, ich mache jetzt hier eine der Pate / Blade Runner Geschichte und finde die total geil, dann wird es sehr, sehr schwer sein, in so einem kleinen Markt wie Deutschland auch noch in so einem Genre, in so einem Genre-Mix, in so einer kleinen Spalte da eben auch seine Fans zu finden. Es gibt sie, das auf jeden Fall, aber das sind nicht die Leute, die einen dann irgendwie die Dukaten nachschmeißen können. Ja. Genau. Beim Marek warten wir jetzt noch auf die Publikation demnächst, hat er jetzt angekündigt, aber bei dir gibt es ja schon so ein bisschen was. Willst du da kurz
was zu sagen, was zu berichten. Ja, das ist ja, das geht ja dann relativ schnell, wenn man was macht. Also tatsächlich auf die Frage, die immer wieder gestellt wird, wie wird man Comiczeichner, kann man nur antworten, indem man Comic zeichnet. Mhm. Und wenn man das getan hat, wird man auch einen Weg finden, sie zu veröffentlichen. Das kann das eine sein, dass man eine Veröffentlichung über das Internet anstrebt und einen Webcomic macht. Da bin ich nicht so der Typ für, nicht, dass ich das nicht mag, aber irgendwie bin ich halt zu oldschool und finde halt das Papier und drin Blättern sehr geil. Ich lese auch, wenn ich ehrlich bin, kaum so Comixology-Geschichten oder sowas. Das sind Dinge, die ich irgendwie anfassen muss und die zerknicken müssen und so. Das ist eher so mein Ding. Man muss eben was zeichnen. Die Seite fand ich jetzt nicht so schön. Und dann kann man sich halt überlegen, irgendwie, was macht man damit? Dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene kleine Verlage. Man kann es aber auch im Selbstverlag irgendwie machen. Man kann sich an einen größeren Verlag wenden. Also da gibt es ja auch wieder Erfolgsbeispiele, wo dann eben fantastische Künstler und Künstlerinnen an etwas größere Verlage herantreten mit ihrem schon fertigen Werk. Mhm. Ihr hattet ja hier den Herrn Gotter von Splitter sitzen, mit dem ihr über Myhre geredet habt, was für mich jetzt irgendwie auch so ein Ding ist. Da funktioniert es natürlich. Das findet sicherlich auch seinen Platz im Splitter-Bereich. Und ich habe damals angefangen, dass ich halt beim The Next Art Verlag angeklopft habe mit meiner Mischung aus Blade Runner im All. Das war sozusagen meine Beschreibung der Serie Enklave und die wurde dann auch tatsächlich dort gedruckt und läuft da immer noch. Mhm. Und damit ging es dann los. Und mittlerweile bin ich ja so die Wanderhure der deutschen Comics-Szene lass mir von jedem Verleger sein Logo auf den Hintern tackern. Also weil es einfach auch Spaß macht, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, in einem anderen Umfeld zusammenzuarbeiten. Da will ich hier nackt sitzen, kann man das bestätigen? Ja, also du, wenn du noch für deinen Comic, Marek, Textzitate suchst, er hat ja zuerst gesagt, was an den Hintern tackern, dann hat er gesagt, irgendwas Positives, was er bis heute mag. Ja, ich bin auch sprachlos, diesen also Ausschnitt so nehmen. Wäre ich auch nie gekommen. Ja. Also das ist schon. Marek hat noch mehr Werbefläche auch. Dann. Aber genau. Ja, ihr bringt mich immer wieder raus. Was habe ich denn, was wollte ich denn jetzt? Ich finde immer spannend, dass, dass jeder oder mit Blade Runner alles irgendwie als Benchmark genommen wird, weil das eigentlich schon, glaube ich, alle so in unserem Alter geprägt hat irgendwie. Total. Also das Blade Runner ist ja, finde ich, das ist ein Koloss, eine Wucht von einem Film, an dem kommt man einfach auch gar nicht vorbei in all seiner Ausfertigung als Kinofassung, Director's Cut, Final Cut, was es immer da auch alles so gibt. Also irgendwann hat man ja nur noch Blade Runner im Regal stehen, wenn man sich diese Dinger tatsächlich dann irgendwie zusammen sammelt. Das ist aber auch so ein Zeug, habe ich dann ja auch gerne gelesen. Also das waren ja dann auch so ein bisschen so diese dystopischen Science-Fiction-Romane und Comics, die dann irgendwie so zusammengekommen sind. Ganz, ganz viel, und da schließt sich der Kreis zu deinem Schwermetall-Ding, waren hier Möbius, der so feine Sachen irgendwie gemacht hat und jetzt ja auch in dieser wahnsinnigen Gesamtausgabe gekommen ist, Opus oder so, war irre gut. Akira habe ich auch, also finde ich gern. Das gelesen. War mein erster Manga. Gepäck. Mein erster, das war meine so ein bisschen auch, Manga Light, meine auch, gespiegelt und farbig. Ja. Aber damals konnte man sich damit irgendwie anfreunden. Aber die Farbe war gar nicht schlecht. Die war super. Steve Olive hat die gemacht. Genau. Und der ist ja dann auch aufgefallen als Kolorist von Spawn später. Toller Kolorist. Also dass hier einfach mal jemand für so ein Projekt finden lassen hat und dass der sich Mühe gegeben hat, weil wenn sie jemand anderen genommen hätten, der hätte gesagt, ich mache ihn das für das und der den Job, das hätte ganz anders aussehen können. Zumal das damals ja auch noch die Zeit der Vorcomputer-Kolorierung war und der ja, glaube ich, einer der Pioniere in dem Bereich war. Ja. Ja, du hast ja aber auch schon einen Comic in Eigenproduktion rausgebracht, der Arche Noir. Ja. Oder hast du das in Eigenproduktion rausgebracht? Genau, Arche Noir. So fing's an mit dem Erfolg des. Nee, so endete der. Nein, das, so das endete war für diesen das Titel meinst du? Das ist ein, für diesen Titel. Einer der neueren ist das tatsächlich. Und der wird jetzt auch erscheinen im Kultcomics Verlag. Also das, ich habe halt eine kleine Auflage gemacht, um mal irgendwie was unters Volk zu bringen. Und das war dann irgendwie, sprach dann auch irgendein Verlag an, bei dem auch Ratten entstanden sind. Genau. Also da summiert sich dann langsam jetzt bei mir dann doch was. Also man muss dann auch noch fleißig bleiben und dann freut man sich dann über sein Oeuvre. Ja, und seit
2015 habe ich doch schon mittlerweile einiges an Publikationen rausgehauen. Was mich auch zum einen sehr stolz macht und zum anderen auch verängstigt, weil man immer so denkt, oh Gott, wohin soll das alles noch führen? Ja. Nee, sei lieber stolz drauf. Ja. Der Horst Gotter hat ja gesagt, das, was du gezeichnet hast, das bleibt dir. Das heißt, auch in 40 Jahren sagst du, das ist mein Werk. Genau so. Ja. Und danach sage ich, schieben Sie mich in die Sonne, Verleih. Ganz kurzen Ausblick nochmal vielleicht. Was gibt's so als nächstes von dir zu erwarten? Im Moment schieße ich, glaube ich, aus allen Kanonenrohren. Aktuell arbeite ich an dem Comic Das Chamäleon. Zusammen mit dem Texter Björn Hammel und der Alena, unserer Koloristin. Also das wird auch mal was ganz Besonderes, eine Superheldengeschichte aus Köln, aber eine andere als die, die man jetzt vermuten würde. Okay. Dann gibt es beim The Next Art Verlag eine, ja, der wird 15 und es gibt wieder so ein TNA United, wo dann alle Zeichner zusammenkommen. So lange gibt es sie schon. Und wir machen das nach dem Sing My Song Prinzip. Wir werden nämlich jeweils unsere Serien tauschen. Also ich kriege den Text von irgendwem und zeichne dessen Serie. Ich habe meinen schon jetzt getextet. Sebastian Drevniok, weiß ich nicht, ob ihr ihn kennt, Tag macht der, der zeichnet meine Enklave-Teile. Das sind so Kurzgeschichten und die werden dann zusammengefasst und als Special Edition auf der Comic-Con in Stuttgart erscheinen. Also das ist irgendwie auch noch. Und dann Matt Eagle, ja, mein 80er Jahre Exploitation-Comic. Der steht auch im nächsten Jahr an. Also eine ganze Menge. Geschichte. Ja, auf den freue ich mich ganz besonders. Da bin ich immer gespannt. Aber auch der, also das andere klingt auch alles sehr, sehr interessant. Und die können wir viel erwarten. Genau. Im früheren Podcast hatten wir schon mal über Arche Noir gesprochen. Genau. Jetzt gibt's den für jeden dann käuflich, wenn er beim richtigen großen Verlag. Ach, großen Verlag. Großen Verlag. Also bei einem ist jetzt keiner der Big Player, aber doch ein doch sehr, Name, sehr guter und ein fleißiger Veröffentlicher von Comics. Auf jeden Fall. Genau. Und ja, wie ihr außer mir jetzt hier am Tisch alle sitzt, seid ihr auch, habt ihr auch zusammengespielt in einem Comic, quasi. Da würde ich jetzt ganz gern mal ein bisschen hinkommen. Und zwar sagt bitte einer, sagt bitte einer von euch, weil ich kann es schlecht aussprechen. Heldrowin. Genau. Wir haben jetzt alle an, wie wir hier sitzen, minus dir, lieber Steffen, aber kommt noch, du bist schon eingeladen und vorgeplant. Genau. Alle an der vierten Ausgabe von Heldrowin gearbeitet. Bride of Frank hieß die. Ist ein sehr schönes Event eigentlich, so ein Zeichner-Mashup, in den ich auch durch Zufall nur reingestolpert bin, weil ich jemanden getroffen habe auf der Comiciade vor ein paar Jahren in Aachen und der meinte, sie hätten gerade das erste Horror-Heldrowin-Comic-Buch gemacht. Und ich so, oh, wie geil ist das denn? Was habt ihr denn da gemacht? Ja, jeder hat eine Seite gemacht und ganz viele Zeichner haben gezeichnet. Ich so, oh, schade, dass mir das irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Und dann wurde ich dann schwupps nachnominiert und bekam dann halt direkt eine Einladung für den Teil 2. Und der Federführende, genau, der Federführende in der Gruppe, der Heldrowin-Gruppe ist der Timo Schütz, der eben sich die Charaktere und die Handlung ausgedacht hat. Und der erstellt ein Drehbuch, der erstellt Character Sheets, ja, und verteilt das dann an Zeichner und die suchen sich dann eine Seite aus dem Drehbuch aus und realisieren es dann. Und das ist dann wirklich tatsächlich eine einzige Seite. Oder wenn man halt so ein Superstreber ist wie der Marek, macht man dann auch zwei. Hat sich so ergeben. Ah, ich konnte nicht aufhören. Ich wurde immer besser und besser. Nicht aufhören. Ich habe auch den Jubel hingearbeitet. Nee, also großartige Sachen. Da gibt's auch den Andi Papelitzki, der da auch mehrere Seiten und das Cover beigesteuert hat. Also so Leute wie ich, die versucht haben, so möglichst easy peasy die Sache auf der linken Arschbacke abzurutschen. Haben wir hier auch schon mal vorgestellt im Podcast mit seiner Bounty los. Genau, ja. Genau. Und genau. Darüber habe ich ihn auch, also über den Heldrowin habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Für Bounty los durfte ich dann noch einen Pin-Up, glaube ich, beisteuern. Ja. Mhm. Und also das ist sehr, sehr lustig. Also vor allen Dingen, und das ist das Geile, erstmal, man ist nicht mehr Einzelkämpfer in dem Bereich, man spricht sich miteinander ab, was natürlich im Falle von Leisure Legende ein bisschen schwierig ist, weil der Kollege einfach seinen Facebook-Account verbummelt hat. aber es ging auch so. Hat geklappt. Es ging auch so, genau. Also da arbeiten wie 1998 war das. Irgendwie. Ja. Und passt aber, weil ich habe ja seit 1998 gefühlt gar nicht mehr richtig gezeichnet und veröffentlicht. Siehste, und dann hast du direkt auch schon am Wettbewerb teilgenommen. Also genau, direkt.
Und gewonnen. Ja. Also mit Heldrogi. Immerhin, genau. Ja. Ja, und das ist halt auch, das andere Schöne ist halt, wenn man sich dann mal so trifft, beim Comic-Salon Erlangen oder zu solchen Events wie jetzt München, da ist man kommt zusammen, man unterhält sich, man macht ein Gruppenbild, man schafft gemeinsame Erinnerungen. Also das Teil davon. Genau. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Sache. Also wer nicht weiß, wie man Comiczeichner wird, da war ja nicht nur der Tipp, dass man einfach mal einen Comic zeichnet. Wer nicht weiß, wie man einen ganzen Comic zeichnet, der macht einfach eine Seite zum Beispiel bei Heldrowin mit. Genau. Ja, nee, ist also, würde ich jetzt auch so sagen, dass es der optimale Einstieg ist. Hat und bei mir halt nur nicht zeitlich gepasst. Ist aber auch wirklich total schön, wenn man halt ein Projekt hat, das man abgearbeitet hat, dann macht man eine einzige Seite und dann arbeitet man direkt wieder weiter. Und genau, man macht da so einen grünen Haken hinter. Das ist wirklich eine schöne Sache. Also es ist ein super schönes Projekt, das wir ja nun auch bei mycomics.de Wettbewerb eingereicht haben. Da kann man es lesen. Und da kann man es auch lesen. Da kann man alle bisher 4 erschienenen Episoden lesen. Und ja, die Leserschaft war uns gnädig gestimmt und hat uns auf den ersten Platz gehievt. Yes. Ich glaube, es lag an der Qualität. Ja, muss. Was anderes weiß ich jetzt auch nicht. Ja, was ich halt so schön finde dabei, dass du dann halt wirklich so viele Stile da drin hast und ja, jeder sich zwar irgendwie an die Charaktere halten muss, sie in seinem Sinne interpretieren kann. Ne? Ja, das Gute ist, dass die Charaktere einfach so plakativ sind. Mhm. Also die unterscheiden, die haben so starke Merkmale, dass du einfach in unterschiedlichen Stilen, sogar teilweise schwarz-weiß, und es funktioniert dennoch, umsetzen kannst. Und das ist ja das Spannende. Ich glaube, es waren über 20 Zeichner, ich glaube 24 Seiten um die paar und 20 Zeichner und du blätterst da durch, du hast zwar eine Stringenz, was die Geschichte angeht und was die Charaktere, aber du hast jede Seite oder jede Doppelseite ist dann ein neues Erlebnis. Comicleser, die Angst vor wechselnden Zeichnern haben, man muss auch dazu sagen, es ist auch lesbar. Also die Story ist ziemlich witzig, man cool. Man soll es nicht es ist auch halten, Fortsetzung, das heißt, man kann Volume 1, 2, 3 und jetzt die 4 lesen und das man kommt ganz gut rein. Und man muss gar keine Angst haben vor wechselnden Zeichnern, weil es ist eigentlich, in unserem Fall kann man richtig feststellen, wie witzig, wie schön, wie abwechslungsreich das sein kann, wie viele Facetten es gibt. Warst du, Marek, vorher schon in deinem Zeichenprojekt drin, Prozess drin, mit deinen Comics, mit deinen, die du jetzt als nächstes rausbringen willst, oder war das erste für dich? Nee, also ich muss sagen, ich habe jetzt als Designer oder ich arbeite als Designer, aber da habe ich natürlich auch sehr viele Illustrationsjobs gehabt. Das war nur 20% der Jobs sind Illu-Jobs, der Rest ist halt Design, Screen, Print, Messestände etc. Kennst du ja, das ist richtig geile Zeug. Ja, also das, womit man halt dann natürlich auch Spaß gemacht, also es macht auch Spaß. Also Design, wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist es dann am Schluss nicht gut. Deswegen hat es uns ja auch Spaß gemacht. Aber man ist dann irgendwie doch so in seinem Inneren, will man dann doch irgendwie zeichnen. Und ich habe schon vor einigen Jahren auch ja so kleine Sachen, also so eine Doppelseite mal gezeichnet oder mal für den Kunden. Also wir hatten auch Illu-Jobs, irgendwelche Erklärungen, irgendwelcher, weiß nicht, Brauprozess oder irgendwie sowas in der Art, was ich dann halt comichaft umgesetzt habe. Cool. Und da sind schon einige Sachen entstanden. Oder mal für ein Jahrbuch von der FH Wiesbaden habe ich mal so eine Doppelseite im Comic gezeichnet. Da waren schon einige Sachen, aber es war halt jetzt kein Band. Also das ist so, das, was ich ja jetzt mache, das habe ich vorher noch nie gemacht. Und eigentlich ist mein Comic, der heißt Medianik, ist eigentlich nur so die Bewältigung des Alltags gewesen. Also ich habe irgendwie vor 20 Jahren damit angefangen und einfach den teilweise, ich will jetzt nicht sagen den Frust, aber man arbeitet, wenn man für einen Kunden arbeitet, muss man sich natürlich immer an die Vorgaben richten und hat bedingt Freiheiten. Und in dem Projekt habe ich einfach das kompensiert, so den Alltag, und habe da so irgendwie meine Raumschiffe, meine fliegenden Motorräder und also diese klassische Sci-Fi-Elemente aus den 70er, 80ern. Blade Runner, ich höre das schon. Ja, muss. Und deswegen und bitte? Also du bist off. Moment. Und ein bisschen wie der Doppelgänger. Ja, das ist auch unbedingt. Ja, das kommt. Ich glaube, ich werde das wirklich reinsetzen. Also ich glaube, dieses Zitat mache ich wirklich rein. Welches Zitat ist es denn gewesen? Na, was warst du vorhin? Was hat vorhin habe ich gesagt, mein Gott, ich bin doch schon zu Hause. Aber ich weiß nicht, ob du das meinst. Nee. Du meinst wahrscheinlich eher mit
ich brauche mehr Details. Ja, genau, da kann man. Genau, das ist nämlich der springende Punkt. Also das, damit bluffe ich mich auch seit 20 Jahren durch meinen Job. Ich brauche mehr Details. Schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Das ist nur Ihre Meinung. Das ist nur Ihre Meinung. Genau. Ja. Mehr braucht man nicht als Didi der Doppelgänger. Genau. Hintern sehen, draufklopfen. Das lässt aber weg, oder? Frau Habich. Kranich, Eck, genau. Mitkommen. Nee, und wie gesagt, also das ist dann so das erste Band und sonst illotechnisch, klar, Erfahrung so der letzten 20 Jahre bei der Arbeit, aber jetzt kompensiert in eine Sci-Fi-Geschichte mit leichten Erotik-Elementen. Ja, also wie gesagt, ja, das ist jetzt, kam jetzt nicht von ungefähr. Das wird's auch keiner lesen, Mann. Nee, das ist ja das Schöne, dass man halt als Comiczeichner auch gerne einen Busen zeichnen kann. Also ich kann mich dran erinnern, also das war, ich habe eine ich glaube 80 Seiten Comicgeschichte gemacht, die existiert bei mir auch noch in so einem Lights-Ordner mit in so Klarsichthüllen eingetütet. Zoff im All hieß die. handelt halt auch von so einem intergalaktischen Kopfgeldjäger, der so eine Wulverin-Klingenhand irgendwie so hat. Also Wulverin? Eine Wulverin. Meine Güte. Ab wie vielen Jahren ist der Podcast? Ab 18. Also okay, gut. Alles gut. Diese Ausgabe wird ab 18 dann. Nee, das machen wir immer schon mit Absicht so. Man weiß ja nie, wer hier zu Gast ist. Richtig, richtig. Nee, und das war dann halt auch so, da gab es so eine Hauptdarstellerin, die hat sich während des Comics sehr, sehr verändert. Und die sah nachher aus wie Brigitte Nielsen, die ich halt als Kind irgendwie super geil gefunden habe. Irgendwie. Und das Schöne ist jetzt, bei Matt Eagle werde ich wieder Brigitte Nielsen zeichnen können. Cool. Ja. Okay. Aber wie sie damals. Wie sie in den 80ern. Wie wir sie alle in Erinnerung haben. Ja, ja. Matt Eagle wird übrigens wie der Männervorname Matt und der Adler. Auf ja, das ist genau. Nicht, geil. Wobei man dazu sagen muss, das ist ja, wer das tun möchte, nicht, dass er jetzt Matt Eagle eingibt und dann sich ärgert, dass er nichts findet. Ja. Leider ist das halt so eine Sache, da bin ich drauf gekommen, als es hieß, das Standesamt hat diverse Namen freigegeben, unter anderem halt auch Matt Eagle. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein schöner Name für eine Actionfigur. Es gibt ja Matt Hunter irgendwie. Matt Hunter ist ja der Hauptdarsteller, also wird von Chuck Norris gespielt aus dem Film Invasion USA. Ja. Und da ist das bei mir so direkt aufgeploppt und da bin ich dann auch hängen geblieben. Also das erste war halt das Konzept und das ging dann relativ schnell. Allerdings bin ich dann jetzt auch seit 2 Jahren, dödel ich jetzt auf diesem Konzept rum und muss halt mal die PS auf die Straße bringen. Aber da bin ich ja gerade dabei. Ja. Hast du auch schon einen lebensgroßen Pappaufsteller vom. So sieht's aus. Also vom Matt Eagle. Den habe ich dann dabei. Das ist leider nicht hier. Habe ich ihn dummerweise nicht mitgebracht. Aha. Irgendwie. Du bist gar nicht komplett hier, oder? Ja, genau. Das Schöne war nämlich. Das wäre aber mal cool gewesen, wenn du das mit Eagle unterm Arm. Das habe ich alles schon gemacht, als ich nach Oberhausen gefahren bin zum House of Horrors. Habe ich das Ding mitgenommen und habe dann halt so einen Matt Eagle unterm Arm mit mir herumtransportiert, was sehr lustig war. Ja. Hat sich dann auch Kane Hodder mit fotografieren lassen. Okay, ja. Der Mann, den man vielleicht auch als Jason Voorhees kennt. Ja, okay. Raffiniert. Ja. Aber dann auf die Frage natürlich, wer das ist, Matt Eagle, und dann bist du aber auch in Erklärungsnot erstmal, ne? Oder? Naja, Matt Eagle ist, ich sag immer, das ist quasi eine Comic gewordene Videokassette von allen Filmen, die Mann mit Doppel-N in den 80er Jahren gesehen hat. Also wer alt genug war, in den 80er Jahren Filme auf VHS zu gucken, wird sich da definitiv wiederfinden. Oh, ja. Die Millennials werden vielleicht den 80er Jahre Kultcharakter zu schätzen wissen, irgendwie so nach dem Motto, das ist ja das jetzt ist wieder cool. Und ich mache das halt, weil es mir die Möglichkeit gibt, einfach mal Vergangenheitsbewältigung zu machen. Ich habe halt viel und gerne VHS-Kassetten damals geguckt und es ist einfach sehr schön, jetzt wieder zu sagen, ich hole mir jetzt aus diesem Grunde die Chuck Norris Collection aus dem Schrank und glotze die jetzt mal durch. So, damit kommen wir dann auch direkt zur ersten Runde. Wer bin ich? Sagen wir mal, so eine kleine Weihnachtsepisoden-Tradition. Und ja, nochmal ganz kurz für unsere Gäste, die das ja mit uns noch nicht gespielt haben. Es funktioniert halt so, jeder hat, das haben wir jetzt schon mal vorbereitet, einen Zettel auf dem Kopf mit einer Comicfigur oder mit einer Zeichentrickfigur, Cartoonfigur, irgendwas in dem Sinne. Schaut in die Runde. Und genau.
Und aber nicht, wenn ihr mitraten wollt, wohlgemerkt, weil ja, wir wollen ja mal, dass die Zuhörer auch mitraten und vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wann sie es hatten. Macht irgendwie nie einer, aber naja, mal gucken. Eines Tages. Und wenn wir dann die Millionen Hörer haben, dann, also kurz davor sind wir ja jetzt eigentlich schon. Es funktioniert halt so, wir fangen die Reihe rum an. Ich würde sagen, wir fangen beim Gastgeber an, beim Licht der Legende, und jeder stellt eine Frage in die Runde, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und genau. Und bei einem Ja darf er weiterfragen und bei einem Nein ist der Nächste dran. Na gut. So viel eigentlich. Man muss dann selbst drauf kommen, was man für einen Namen auf seine eigene Stirn bappt. Richtig. Man muss rausfinden, wer man ist. Und woher kommt der Bereich? Also was für Figuren sind das? Was für Menschen? Oder was kann das alles sein, was da drauf ist? Ich habe gerade gesagt, Comicfiguren oder Zeichentrickfiguren und Cartoonfiguren. Gut. Genau. Ist es immer eine Figur oder kann es auch Können es auch die 27? Nein. Die sieben Zwerge sind es nicht. Oder die 40 Räuber. Also ich weiß es bei mir jetzt nicht, aber bei drei Viertel der Runde ist es auf jeden Fall, aus meiner Sicht gesehen, sind es Einzelcharaktere. So. Und ich fange an. Du fängst an. Dann machen wir im Uhrzeigersinn praktisch die Runde hoch. Wo wissen denn, wie dann wissen die Hörer aus, wie wir sitzen. Ja? Ach cool. Und? Wenn sie die Uhr kennen. Keine Digitaluhr als einzige haben. Ja. Bin ich männlich? Ja. Bin ich ein Mensch? Ja. Oh. In dem Bereich kenne ich mich nicht aus. Mit Menschen kennt er sich nicht so aus. Bin ich alt? Nein. Also, Marek, weiter. Bin ich ein Mensch? Nein. Okay, gut. Das ging schnell. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Gut. Bin ich ein Mensch? Ja. Habe ich was mit Comic zu tun? Inwiefern was mit Comic zu tun? Also, bist du eine Comicfigur? Bin ich eine Comicfigur? Nein. Na, dann weiter. Nein. Also, Comic gedrucktes. Wobei, denke ich, gibt's auch, also sag ich mal ja. Und das also war doch Jein in dem Fall. Jein. Was du mir da auf die Stirn geschrieben hast. Ich wusste, dass diese Frage auch kommen wird. Schwierig, weil keiner sonst hinterher. Nein, es ist aus einem Trickfilm, sage ich jetzt mal, aber kann sein, dass es auch als Comic ist und deswegen ist es Quatsch jetzt zu sagen, nee. Also ich stelle noch eine Frage. Also laufe ich im Fernsehen? Ja. Gott. Nein. Hatte ich dir die Frage schon, ob ich ein Mensch bin, gestellt? Ja. Ja, ganz am Anfang. Ja. Genau, auch irgendwie genau. Was notieren, wenn dir das was hilft. Ja. Den Notizzettel klebe ich dann gleich an meine Stirn. neben den anderen. Bin ich aus einer Zeichentrickserie? Ja. Bin ich für Kinder? Nein. Okay. Oh. Bin ich eine Comicfigur? Nicht vorrangig, aber ja. Das ist, so hätte ich antworten sollen. Das ist gut. Also wir hatten ja schon ein paar Runden die letzten Jahre. Es ist nicht immer so. Selbst wenn jetzt 80er Jahre Kinofilme guckst, die werden heutzutage vercomickt. Also deswegen ist es Jack Russell-Filme und sowas. Vor allem, es gibt ja auch so viele. Jack Russell Terrier. Was ist denn ein Jack Russell-Film? Ich meinte nicht Jack Russell. Das bin ich mir gerade ganz sicher. Jack Ryan vielleicht? Nee, oh, Russell, der Kurt. Heißt Kurt Russell. Kurt Russell. Kurt Russell. Kurt Russell Terrier und Jack Russell der Schauspieler. Der Hund aus einer anderen Welt. Ja, ich kenne den Film. Mit dem Hund, der durch das Eis rennt. Ne? Ja. Also noch weiß ich meine Antworten auf die Fragen, aber ich nehme mir auch mal Notizen. So, was habe ich jetzt gefragt, ob ich eine Comicfigur bin? Und dann sagtest du, vorrangig nicht, aber auch. Aber auch. Bin ich denn ein Mensch? Nein. Dann geht's mit dir weiter. Ich weiß ja schon ziemlich viel. Ich bin ein nicht alter männlicher Mensch. Also, weil ich ja nicht alt bin. Ja. Ich wollte es mir gerade aufschreiben, aber jetzt muss ich erstmal eine Frage stellen, dann schreibe ich es mir hinterher auf.
Bin ich ein Nee, wie frage ich denn das? Bin ich... Nee. Jetzt fehlt mir gerade die Jeopardy-Musik. Die bräuchte ich jetzt auch. Ne? Gibt es so einen Buzzer, wenn es zu lange dauert? Dann der Eject-Knopf. Ja. Zing! Aber wir können ja irgendwann mal einen Countdown runterzählen. Bin ich vielleicht der Junge von oben? Nein. Jetzt kann ich mir wenigstens notieren, was ich schon alles weiß. So. Ich habe mal fragen, wer ist denn der Junge von oben? Was ist denn das? Es gibt einen Disney-Film, der heißt Oben. Ab. Ach so, der Junge aus dem Film. Genau. Ah. Also kein Junge von oben. Ich habe nicht gefilmt. Karlsson vom Dach. Was ist denn hier oben? Karlsson vom Dach. Lichterlegendes Legende. Das Bruder ist praktisch der Junge von oben. Ja. Karlsson vom Dach kenne ich mit dem Propeller. Dieser kleine, hässliche, fiese, dicke Junge mit der Tonsur und dem Propeller. All das. Das ist jetzt Karlsson vom Dach, nicht der Bruder von dir. War das jetzt die Beschreibung schon mein Bruder? Okay, also bei mir ist es, ich bin kein Mensch. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Bin ich aus dem Disney-Universum? Nein. Okay, gut, sehr schön. Das läuft ja. Das läuft super. Das läuft. Aber das ist eine gute Frage, ja. Ja, die kommen dann auch immer. Aus welchen? Ja, klar. Wobei, weißt du was? Also letztes Jahr war das doch, wo auf einmal frisch Disney und Marvel zusammengeschmolzen sind. Ja. Und dann war einer, beide. Wenn ich mir jetzt überlege, was habe ich denn? Hatte ich gefragt, ob ich ein Mann oder eine Frau bin? Ja. Da war ich ein Mann, ne? Und, genau. Jetzt ist die große Frage, wenn ich jetzt nicht für Kinder bin, aber eine Zeichentrickfigur, bin ich dann cartoonhaft gezeichnet? Ich weiß, worauf du anspielst, nein. Nicht. Okay. Wenn ich kein Mensch bin, sondern ein Tier, bin ich ein anthropomorphes Tier? Also ein aufrecht laufendes Tier? Ein aufrecht laufendes Tier ist ja noch nicht komplett anthropomorph, aber es ist ein aufrecht laufendes Tier. Frage ich, gehe ich recht in der Annahme, dass ich keine Sachen anhabe? Das sieht doch jeder. Das haben wir am Anfang des Podcasts schon geklärt. Jetzt wedel hier nicht so rum. Oh. Welche Legende hat die Heizung so hochgestellt? Ich muss mal frische Luft, aber. So, was denn jetzt? Diese Figur gibt's in verschiedenen Teiluniversen. Also, die gibt's hier und dort und im einen so, im anderen so. Dann bin ich eine Disney-Figur. Mhm. Ja. Gut, dann können es ja nicht mehr so viele sein jetzt. Moment, wenn du sagst. Also, dann, ich hab's dir auch. Dann bin ich der Titelheld einer Zeichentrickserie. Der Titelheld. Nein. Also keiner, von der ich wüsste. Aber das heißt ja nichts. Ach so, vielleicht gibt's sowas. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaub nicht. Okay. Aber ich komme auch. Ja, gut. Mhm. Nee, hast du gesagt. Ja. Okay. Mhm. Jetzt bin ich schon wieder dran. Ach, das ging immer schnell. Wir sind ja auch nur zu viert, ne? Ich merk's gerade, ja. Und wenn wir hier immer die Nines kassieren. Also ich bin ja nicht alter. Bin ich denn jung, wenn ich nicht alt bin? Also ich kenne deinen Charakter. Ich kenne ihn auch nicht, deswegen ich kann es dazu auch nicht sagen. Eigentlich der Einzige ist der Steffen. Steffen, bin ich. Ach so, was? Entschuldigung. Bin ich jung, also sowas wie ein Kind oder ein Jugendlicher oder bin ich? Keine Oder-Fragen sonst. Bin ich jung? Ja. Mhm. Ja. Gut. Du kannst aufdecken. Auf deinem Zettel steht Steffen, Podcast-Legende. Bin ich sexy, erfolgreich bei den Frauen? Reich. Intelligent. Was hatte ich denn eben gefragt? Achso, ob ich jung bin? Ja, bist gut, du. Gut, bin ich jung. Bin ich aus dem Disney-Universum? Ja. Das hatte ich ja. Dann weiß ich es immer noch. Also aus dem Disney-Multiversum quasi. Ja. Ja, aber ich hatte es schon fast für bare Münze genommen, ohne es gefragt zu haben. Aber dann bin ich irgendwo aus irgendwo von Disney. Gehöre ich in die Zeichentrickwelt? Ja. In die Kinofilmwelt? Noch? Nein. Nein. Dann bist du. Gehöre ich zu der Zeichentrickwelt? Auch. Das heißt auch. Ich könnte sagen, vornehmlich, also ja, aber vornehmlich Comic.
Ne? Ja. Okay. Die Hilfestellung sei erlaubt. Nein. Na, wenn, na, wenn du schwammig antwortest, hilft das ja, 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 gar nichts, weil er ja gar nicht weiß, weil was auf das die falsche war. Spur geht. Genau, genau. Ja. Und wir wissen ja, es gibt ja mehr als Schwarz und Weiß im Leben. Ja. Ja. Bin ich aus dem amerikanischen Raum? Also nein. Gut. Wieder ein Nein-Kiss. Bin ich, bin ich so eine Art Geheimagent? Nein. Nicht. Hm. Schade. So, ich hatte ja, so eine Art ist, aber nein, also kein Geheimagent. Ein offener Agent. Nein. Stamm ich oder komme ich in der Zeichentrickserie vor? Ja. Ja. Auch. Also auch. Nicht nur. Komme ich auch in einem Kinofilm vor? Ja. Aha. Mhm. Mal angezogen, mal nicht. Mal angezogen, mal nicht. Mal also du musst dir das so vorstellen, du guckst so einen Film und da ist jemand, der ist mal angezogen, mal nicht. Das bist du. Nein, ja, so ist das nicht. Aber ich glaube, dass der Steffen diesmal... ist das unterscheidende Merkmal meiner Figur, jetzt wird's kompliziert, ich hoffe, man kann auch mit Ja oder Nein an. Ist das unterscheidende Merkmal meiner Figur? Kein unterscheidendes Merkmal. Zwischen Serie und Film eben das, dass es Klamotten trägt? Das ist ein Unterschied, ja. Also das heißt, in der Serie trägt die Figur Klamotten? Das ist die Frage. Ja? Ja. Und im Kinofilm trägt die Figur keine Klamotten? Das ist auch ein Ja, weil im Film keine Klamotten. Ah ja. Gut. Also der Film ist ab 18. Bin ich ein Bär? Oh, jetzt weiß ich ja. Oder was? Nein. Doch. Ja, ja. Du bist dann ein bin Bär. Ich Balu bzw. Captain Balu. Jawohl. Jawohl. Nenn Machinator. Gewonnen. Gewonnen. Ja, was hast du gewonnen? Was hast du gewonnen? Ruhm und Ehre. Ihr dürft jetzt noch weitermachen. Oh, der hat Ruhm und Ehre. Ja, ja. Wir haben das Gegenteil. Nein, ich hab nur die ganzen Weile. Schande und Häme. Nein. Hier gibt's nicht zu gewinnen. Hier kann man nicht verlieren. Der letzte. Der ach du. Ach. Oh je. Okay, also ich bin ein... Ja. Komme ich aus einer Zeichentrickserie? Ja. Hatte ich das schon gefragt? Weiß ich nicht. Nicht drauf antworten. Das hast du nicht gefragt tatsächlich. Ich wunderte mich nämlich die ganze Zeit, dass also du das nicht wissen wolltest. Also ich bin aus einer Zeichentrickserie, ja. Ja. Gut. Aus einer Disney-Zeichentrickserie. Aus einer Disney-Zeichentrickserie, ein männliches, junges Ein junger Ding. Bub. Jetzt stehe ich aber komplett auf dem Schlauch. Ja. Vor allem du wirst nachher den da machen. Aber egal. Oh, das war ein Hinweis von... Nee, Quatsch, bei mir macht's nicht Klick, dafür bin ich zu alt. Bei mir macht's nicht mehr Klick, nur noch Knack. Ist es eine Sendung, weißt du das vielleicht, die ich mag? Ja. Habe ich die schon mal gesehen? Ich kann auch Sachen... es kann auch sein, dass du die magst, aber du hast die schon gesehen. Ja. Ist sind die? Das für Fragen überhaupt? Ja. Ist die, bin ich vielleicht der Ron Stoppable? Ja! Ach, scheiße, was? Jetzt schnell. Jetzt sitzen wir hier, die Gänse. Und also betteln sich dann. Ja, dann seid ihr auch das erste Mal dabei. Okay. Jetzt ist dirty, oder? Genau. Warte mal, das einzige Ja habe ich jetzt bei Comic. Genau. Bekommen. Und nicht also aber nicht amerikanisch ist aber auch ein guter Hinweis gewesen. Mhm. Nicht amerikanisch war ein guter Hinweis. Ja. Ja. Also du hast ja nach Amerika gefragt und da habe ich ja verneint. Und nicht alles schwarz und weiß war auch ein guter Hinweis. Was? Nix. Ja. Da ja, aber, das ist. Da hat aber jemand unter dem Witzheftchen geschlafen, Nina. Wenn du es nicht weißt. Wenn man es nicht weiß. Im doppelten Sinne. Genau. Ist das aus dem europäischen Raum? Ja. Aus dem italienischen? Nein. Es ist viel leichter, wenn man es ablesen darf. Genau. Hat man und dann immer noch nicht. Kannst du den Zettel übrigens, also. Du kannst ihn abnehmen. Erstmal kontrollieren, ob es stimmt. Yeah. Ich kenne tatsächlich, Kim Possible kenne ich tatsächlich nur als Person,
aber ich habe die Serie nie gesehen. Ich auch nicht, deswegen. Aber es ist eine richtig, also ich habe mir die Character Sheets angeguckt, weil ich selber sowas vorbereitet habe in meiner Berufung oder Beruflichkeit als Designer. Mache ich gerade einen Comic zum Thema, ja, so ist so eine Blutererkrankung, wendet sich dann eben an Kinder, die kriegen dann halt in diesem Comic erklärt, das sind so 16 Seiten, was sie da eigentlich haben, und der beginnt halt mit so einem wahnsinnigen Mega-Action-Anflug auf die Festung des Bösen. Da wird dann ein Geheimrezept irgendwie geklaut. Und ich hatte mich dann wirklich auch so, ich habe mir so ein paar Teaser auf YouTube angeguckt und ein paar Character Sheets und sowas davon beeinflussen lassen. Aber es wird wahrscheinlich jetzt doch noch ein bisschen kindgerechter, also etwas jünger. Nicht so Action. Also wenn du mal Zeit und Lust hast, Kim Possible zu gucken, macht voll Spaß. Also auch erwachsen auf jeden Fall. Und wenn du das Projekt fertig hast, lass mal wissen, wo man das findet. Oder ich glaube, das kann man sich dann wahrscheinlich auch bestellen. Das ist ohnehin das Schöne. Also es gibt so ein paar Projekte, da sitzt du natürlich nicht mit beim Comic-Salon Erlangen, wie zum Beispiel den kleinen Neurodermitis-Tiger, den ich im letzten Jahr gezeichnet habe und solche Sachen. Aber das ist trotzdem schön, dass man sowas machen kann. Das ist aber echt so ein Lucky Punch beim Job, dass du halt beides bedienst. Den Design, den Kunden und noch, also Spaß am Comic. Aber es ist nicht so lucky, ich gehe den schon ganz schön auf den Sack damit. So nach dem Motto, da könnte man auch einen Comic, kann man auch nicht einen Comic und so weiter. Ich weiß, ich kenne das. Irgendwann ist man in den Köpfen drin und dann könnte man ja einen Comic. Ja. Ich so, nee, jetzt habe ich keine Zeit. Also habe ich das aber auch immer gemacht. Also wir könnten das auch illustrieren. Ja, also genau. Immer. Ja, so muss man das machen. Sich so reinzecken. So muss man das machen, genau. Und das macht dann auch Spaß. Ist ja auch besser. Und dafür kriegt man dann auch Schotter. Und das ist halt, das ist wirklich Geld, was dann irgendwie auch liegen bleibt. Aber darüber will ich gar nicht reden, sondern über diesen Zettel auf meiner Stirn. Ach so, ja. Ja, da war was. Ich versuche auch abzulenken, damit man unsere Zettel vergisst. Ja, also im Zeichentrick, also kann man mich im Privatfernsehen sehen? Also aktuell nicht. Aber man konnte es. Man konnte es. Das heißt, meine Serie läuft nicht mehr. Nee, die läuft aktuell nicht mehr. Die Serie ist alt? Wie definiert man alt? Aber ja, sie ist jetzt nicht von den letzten 5 Jahren. Also die ist Anfang der 2000er, zwischen 2000 und 2010, die Serie. Nee. Nicht. Also ist neu. Knapp davor. Ich gebe auch schon ein bisschen an der Kippe war es schon. Oh Gott, Zeichentrickserie aus den späten 90er Jahren, das ist überhaupt nicht mal für Erwachsene auch. Ja. Gab es damals überhaupt für Erwachsene Zeichen? Da habe ich auch nicht so Fernsehen geguckt. Ich würde gerne dazu was erzählen. Aber ja, ich darf ja mach auch gleich, darfst du nachher. Ja gut, jetzt bist du wieder dran. Ach so, das war bei mir. Bin ich eine deutsche Comicfigur? Nein. Kenne ich aber. Ich nicht. Jetzt frage ich mal, muss ich mal nach den Sendern fragen. Bin ich damals auf ProSieben gelaufen? Nein, nicht. Hey, der Witzker. Bleibt da noch übrig? Ja, Französisch natürlich. Ja. Französische Comicfigur. Nein. Naja, wobei. Nein. Ja, stimmt. Nein. Ehrlich nicht. Aber vielleicht dürfen wir ja. Aber man darf, ich würde jetzt franco-belgisch, also. Okay. Oh ja. Gut. Also es ist nicht eine französische, aber ich gebe dir den Tipp franco-belgisch. Mhm. Ja, also eher belgisch. Als Franco. Okay. Genau. Franco war ja in Spanien. Genau. Auch ein paar Jahre früher. Der hat ja dann wieder deine. Genau. Ja, genau. Das wusste ich als Kind. Clever und smart beeinflusst irgendwie. Wenn man sich vorstellt, dass zu einem Diktatorenregime wie Franco, dass das dazu geführt hat, dass sowas entsteht wie clever und smart, hätte man nicht denken können, ne? Ja. Sowas Aberwitziges. Ja, das interessiert mich jetzt aber, wie hat es dazu geführt? Also wenn es in dieser Welt nur Gutes gäbe, dann gäbe es ja zum Beispiel keinen Franco, dann gäbe es vielleicht auch gar einen Clever und Smart. Ah, okay. Das war halt so auch so ein Befreiungsschlag. Ich bin trotzdem dafür, dass es lieber Gutes auf der Welt gibt. Ja, klar, aber wir machen erstmal den Schildchen auf der Stirn weiter. Soll ich nochmal kurz noch einen anderen Sender? Ja, aber das ist ja genau gerechtfertigt. Genau das wollten wir ja machen. Was gab's denn? Bin ich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Nein. Auch nicht. Okay. Das würde ich jetzt sogar auch von fast. Obwohl ich die Figur nicht kenne, aber. Franco-belgischen Bereich, kein Mensch. Comic-Figur. Also ich hätte es schon mehrfach erraten. Oh. Mehrfach. Und ich schätze das nicht. Manchmal ist das natürlich. Das ist auch richtig so. Ja. Da fällt mir aber auch nichts ein. Genau, das ist nämlich das Problem. Naja, du könntest ja auch mal fragen, so wenn du jetzt Grenzen setzen. Also wenn du jetzt kein Mensch bist. Okay, bin ich ein Tier? Ja. Bin ich ein Hund?
Aber sowas von. Da? Den viel näher. Von jawohl. Und dankeschön, dankeschön. Guck mal, ab dem Moment. Ich möchte jetzt aber nicht der Einzige sein, der hier noch irgendwie vor sich hinrät stundenlang. Darf ich abnehmen und gucken? Ja. Du darfst abnehmen. Ich nehme ab. Spike-Spiegel, noch nie was von gehört. Ah, ja. Kennt ihr Cowboy Bebop? Diese gehört. Ich liebe diese Serie. Ja, Cowboy Bebop. Und, aber ich wusste nicht, dass der Spike Spiegel heißt. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, Cowboy Bebop ist so, weiß ich nicht, das ist fast so Mainstream, dachte ich schon. Ich liebe diese Serie. Ich habe die jetzt so offen, bei Netflix gibt's die und die von MTV. Den Film habe ich gesehen tatsächlich und da soll jetzt auch, glaube ich, was gedreht werden? Es sollte mit Keanu Reeves in der Hauptrolle vor 10 Jahren eine Realverfilmung gemacht werden. Drehbuch stand auch schon fest, aber dann hieß es, die Umsetzung würde 500 Millionen kosten, also lag's auf Eis. Jetzt hat Netflix die Rechte an an Cowboy Bebop bekommen und die drehen eine eigene Realserie. Ist das mit dem Benedict Cumberbatch zufällig? Oder ich habe zumindest ihn mal in so einem Kostüm gesehen. Das heißt ja nichts. Also wie gesagt, ich trage ja auch ganz gerne Frauenunterwäsche und trotzdem dreht man keinen Film über mich. Eben. Ja, nee, deswegen, also wie gesagt, und das wird jetzt von Netflix auch als, glaube ich, eine 10-Episoden-Serie gedreht. Mann, ist das geil, wenn du Netflix bist und du hast ganz viele Zuschauer, das heißt, du hast ganz viele Kohle, dann kannst du die Zuschauer auch bedienen, indem du ganz viel verschiedene Serien machst. Also verschiedene Genres, verschiedene Abteilungen, verschiedene Altersgruppen. Du kannst vor allem sogar früher, Mühe geben, dass die schön werden, die Serien. Ja, früher wäre ich begeistert, Kinofilm. Aber inzwischen, wenn man so diese, so wie Netflix oder so, die produzieren die Serien auch sehr gut. Also budgetär und auch so vom Plot. Deswegen bin ich ja fast schon neugieriger auf die Realverfilmung von Netflix, als wenn es jetzt ein Kinofilm wäre und der sollte jetzt alle bedienen und dann ist es auch nichts so. Cowboy Bebop waren früher 6 DVD. Wo die ganze Anime-Serie drauf war. Habt ihr denn eigentlich in diesem Jahr einen Lieblingsfilm gehabt, wo wir da gerade über Kinofilme gesprochen haben? Ja. Dann lasse ich erstmal jemand anders die Runde anfangen. Ja. Also, hast du deinen zuletzt gesehenen, oder? Nee, ich würde erstmal kurz überlegen, welcher jetzt mein Lieblingsfilm genau war. Ich frage mich gerade, wann dieses Jahr angefangen hat und wann es aufhört. Ach so, ja. Es ist ja noch einiges drin. Es ist ja tatsächlich noch einiges Was drin. Was war denn im Januar so ein Blockbuster oder so ein Film? Das ist ja schon die Frage. Welchen Film hat Marvel da mal in dem Monat rausgebracht? Blade Runner war dieses Jahr im Kino? Ja, deswegen, also an den denke ich jetzt. Zum Beispiel, ich glaube, den habe ich im Januar gesehen. Avengers war im Kino, Ant-Man 2 war im Kino, wenn man jetzt von den Superhelden ausgehen will. Venom war im Kino, war jetzt eher... Die Schöne Spies, war das dieses Jahr im Kino? Die war, glaube ich, im letzten Jahr. Mist. Stimmt, zu Weihnachten sogar noch früher war das. Ja, irgendwo letztes Jahr. War so in der Vorweihnachtszeit irgendwann, ja, glaube ich. Ja. Ich würde das gerne ins Verhältnis setzen zwischen allen Filmen, die ich gesehen habe, aber mir fallen nicht alle Filme ein, die ich gesehen habe. Das ist auch das Problem. Da kann man das auch schwer festmachen. Wenn es Herzblutfilm ist, dann hat man den im Sinn. Das war dieses Jahr, das war ein Highlight. Was war das? Also bei mir, du warst parat? Ich würde sagen, das waren 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Habe ich nicht. Das war für mich unschlagbar. Ist ja oft, dass der gut sein soll. Weißt du das? Ich mir irgendwas angucken. Blade Runner. Also für mich war das einfach eine super Verfilmung, ein tolles. Also ist ja kein Remake, ist ja eine Fortsetzung, aber ein tolles Sequel, aber dennoch eine eigene Geschichte. Ich mag Danny Villeneuve als Regisseur. Ich finde, er hat sehr, sehr schöne, ruhige Filme. Tolle Bilder, hat auch einen Oscar für die Kamera bekommen. Ich muss mich voll verteidigen mit dem ich im Kino war, warum der so ruhig ist, dass das trotzdem gut ist. Weil wenn man sich zurück an, wann war der Blade Runner? 82, als man den dann irgendwann gesehen hat. Also ich habe nicht im Kino gesehen, ich habe ihn dann im Fernsehen gesehen, vielleicht 85 oder was. Da kam einem das ja viel schockiger, stressiger vor, den Film zu gucken, als diese Weite, diese Ruhe von dem heutigen Film. Es ist ja interessant, tatsächlich, dass ja jetzt dieser Nachfolgefilm Jahrzehnte später ins Kino gekommen ist. Die Jugendlichen von heute natürlich den sehen wollten, weil geiler Science-Fiction und hier Ryan Gosling kennt man ja. Und die haben sich dann im Zuge der Vorbereitung auf den Film nochmal Blade Runner oder generell zum ersten Mal Blade Runner angeguckt und sich dann gefragt, was soll denn der Scheiß? Ja. Also
Ja, gar nicht mehr die Sehgewohnheit. Nee, ja. Der ist auch total gefloppt. Also Blade Runner ist jetzt gefloppt, der hat jetzt nicht so wirklich durchgestartet. Der hat seine Kosten Erwartungen. Aber ehrlich gesagt, davon ging ich auch aus, weil wenn du Geld machen willst, dann ist der Film zu langsam, zu melancholisch, fast schon zu poetisch, würde ich sagen. Ja, Stimmung, also, der Atmosphäre. So mehr Action und davon sind die meisten, glaube ich, enttäuscht. Zumal der erste Film ja im Kino auch untergegangen ist. Ja. Das darf man auch nicht ist eigentlich nur ein Kult. Ach, die haben das dem ersten Film angepasst. Die haben sozusagen auch noch das Einspielergebnis geremaked. Also ich würde nicht sagen, das ist das mein Highlight des Jahres, aber das der Film, der mir zuerst eingefallen ist, dass das vielleicht 2018 gewesen sein könnte. Ich fand die Szene am Anfang mit dem Typ auf dem Land ziemlich gut, dass die am Anfang war. Also ich meine, dass man so in den Film reingeführt wird, fand ich schon geil. Kann man den prinzipiell gucken, auch wenn man den ersten nicht gesehen hat? Ja. Ja, wobei du auch gerade bei den Bildern, also wenn du den ersten siehst, dann siehst du so eine Kamerafahrt über Los Angeles und alles Raffinerien und so weiter. Und bei dem neuen hast du so eine ähnliche, also du hast sehr viele so eine Hommage-Sequenzen über diese Solarfelder. Und wenn du den ersten gesehen hast, denkst du, oh nett, die spielen auf den ersten an oder von den Bildern. Du hast mehr von, wenn du den ersten gesehen hast, aber du kannst ruhig den... Wenn eine Zeit hast, guckst du den ersten vorher. Du bist jetzt ja auch, ach du Scheiße, was soll das? Du bist jetzt auch kein junger Hipster, der... Nee, also wenn ich weiß, aus welchem Jahrzehnt das ungefähr kommt, dann kann man das ja einfach. Ja. Genau. Nee, also tatsächlich ist es nicht so vergleichbar mit zum Beispiel Alien und Aliens, die wiederum das Ganze aufgeweitet haben, diesen Kosmos. Blade Runner ist sozusagen das Kind derselben Mutter, also Blade Runner 2 jetzt sozusagen, das Kind derselben Mutter, es ist halt dieselbe Stimmung, es wird vorangetragen, es ist aber tatsächlich kein Happy Happy Joy Joy Film, super gespielt, sehr melancholisch, sehr poetisch, toll gemacht, aber ich kann halt auch verstehen, dass man ihn nicht mag, auch im Hinblick darauf, dass man ja, wenn man den ersten Film schon kennt, eigentlich im zweiten Film überhaupt nichts Neues mitbekommt, das ist halt wirklich alles dann schon mal gesehen, das ist aber nicht verkehrt. Deswegen, ja. Die Leute finden mich ja immer komisch, wenn ich sage, es ist schön, was Bekanntes zu haben, aber jedes Kind mag immer dieselbe Gute-Nacht-Geschichte. Also mit Variation ist dann einfach ein anderes Abenteuer. Ich glaube, wie hieß denn der Winnie-Pooh-Film, der im Kino war? Hieß der Winnie-Pooh? Nee. Christopher Robin. Mhm. Den fand ich auch sehr gut. Aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt als mein Highlight des Jahres sehen, aber... Was ist denn dein Highlight? Hast du schon? Wenn es an die Superhelden geht, ist es klar Avengers. War halt von der Epicness her einfach bombastisch, was die da zusammengewürfelt haben. Alle Helden einfach mal komprimiert in einem Film und dann halt auch so allein dieses ganze Projekt bis dahin. Also man hat den Helden einzelne Filme gegeben, hat die einzeln vorgestellt und das alles hat dahin geführt, wo wir jetzt sind. Und das einfach so dieses Mammutprojekt dann so gebündelt in diesem einen Film zu sehen, das ist schon, finde ich schon interessant. Und was mein Highlight-Film des Jahres ist einer, den ich jetzt noch gar nicht so lange her ist, ist tatsächlich Bohemian Rhapsody. Weil der hat mich am meisten bewegt, einfach. Und Musik von Queen, klar, geht immer bei mir und aber auch die ganze Geschichte, die man jetzt, wenn man jetzt nicht so der Mammut-Fan ist, also ich mag die Band und ich liebe die Musik, aber ich habe mich jetzt nie so reingenördet. Und was man halt alles an Hintergrundinfos so ein bisschen, natürlich nie für bare Münze alles zu nehmen, aber was man alles mitbekommt, ist schon sehr interessant. Gut umgesetzt. Ich fand den besser, als ich erwartet hatte. Mhm. Erstens, der Schauspieler, der den... Mal sogar noch besser als beim ersten Mal. Meine Herren, zweimal schon drin gewesen. Ja, das ist noch gar nichts. Eine Freundin von uns war, oder eine Bekannte von uns war 6-7 Mal drin jetzt dann. So oft? Ja. Krass. Über den Film hatte ich gehört, dass der doch arg Denkmalpflege betreiben soll. Also, dass dieser ganze... diese homosexuellen Eskapaden, Drogenkonsum und so ein bisschen ausgespart werden. Das heißt, wenn du kannst den Film auch zum Beispiel jüngeren Leuten zeigen, also du kannst ja nicht einen Sechsjährigen geben und zeigen. Das wird auf jeden Fall angedeutet. Es wird jetzt nicht... Es wird nicht ausgelassen. Und immer wenn dann die Orgie ansteht, ist einfach Ausblende, dann ist am nächsten Morgen. Okay. Und das... Okay, ja. Das fand ich eigentlich das Gute an dem Film, dass der dich nicht... So, also Zuschauer und zieht sich nicht runter. Ja. Und also...
Du könntest ja genau das darstellen. Das wäre ja das Gegenteil, wenn es. Wird auch mal das Ergebnis von so einer Nacht gezeigt, ne? Wenn er dann da irgendwie ausgelaugt dann auf der Couch liegt im Grunde und völlig fertig. Und also das ist eigentlich das, was ich an dem Film gut finde, dass es nicht ignoriert wurde, es wurde nicht totgeschwiegen, sondern du siehst es, es wird benannt, aber du musst es nicht mit ansehen. Okay, ja gut. Genau, weil es zieht einen ja. Mit der Krankheit am Ende dann, mit AIDS, man bekommt mit, dass es hat, es wird zum Thema. Spoiler-Alarm. Aber ja. es wird halt nicht existieren. Das brauche ich mir gar nicht mehr anzugucken, ja super. Ja, die Titanic ging auch unter am Ende. Was? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wann ging die unter? Am Ende? Bis zum Schluss gucke ich den Film eh nicht. Ich habe mich so auf Titanic freigefunden. Soll ja kommen. Ich habe da was gehört. Nicht als Film, sondern die wollen wirklich das Boot doch mal bauen, ja. Aber naja, gut. Ja, das ist auch, ja, stimmt. Lernt doch aus euren Fehlern, Leute. Und aber ich selbst bin ja kein Queen-Fan und ich selbst bin ja auch jemand, der jetzt nicht den Sänger als Menschen einen hübschen Mensch fandet. Er selbst fand sich ja leider auch nicht hübsch. Das ist immer schwierig. Aber der Schauspieler, der ihn gespielt hat, also ich meine, es geht jetzt nicht um Hübschigkeit, aber den mochte ich. Und wenn der in dem seine Rolle geschlüpft ist, war das sowas wie, huch, auf einmal steckt da jemand, also auf einmal ist da jemand vor mir, dem ich jetzt gerne zuhöre. Ich fand, das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass er mir sehr gut gefallen hat, der Film. Also der hat ihn sehr gut gespielt. Mhm. Vor allem, wenn die Szenen ein bisschen weiter weg waren, dass du nicht das Gesicht so nah hast, sah es aus, als wäre es... Überhaupt war der Cast sehr gut ausgewählt. Also auch von den anderen Bandmitgliedern. Ja, also das ist sehr gut gemacht. Was mit dem etwas Verschönen oder mit dem etwas Einseitigen, fand ich halt, dass es sich sehr auf Freddie Mercury konzentriert hat. Also ja. Von den anderen Mitgliedern hat man jetzt viel mitbekommen. Ja. Wobei die wahrscheinlich auch, also vermute ich jetzt einfach mal, auch nicht immer alles richtig gemacht haben in ihrem Bandleben und ja. Wahrscheinlich haben die tatsächlich in diesem Fall ihre Sache in den Dienst von Freddy gestellt und zwar auch im übertragenen Sinne, denn soweit ich weiß, haben die ja Brian May und der Taylor wohl auch an dem Film mitgeschrieben, ja, mitproduziert oder sowas. Also genau, die werden schon. Das merkt man dann halt auch genau. In dem Moment, ja. Und dann nehmen sie sich halt zurück, weil der Herr Mercury war ja nun die schillernde Person. Also ich selber bin großer Queen-Fan gewesen damals, hab gerne Queen gehört, hab auch dann das Freddie Mercury Tribute-Konzert Anfang der 90er Jahre genossen, weil das war für mich, also ich wollte immer mir mal so die CD, DVD davon kaufen, weil da ist halt einfach jeder drauf, der Anfang der 90er Jahre Rang, Namen und Stimme hatte. Mhm. Und ein paar konnten sogar Freddie Mercury das Wasser reichen, mhm. Und aber auch nur ganz wenige tatsächlich. Also ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir auch noch angucken wollen würde. Was aber so Comic-Verfilmung in diesem Jahr, was ich da noch gesehen habe, was mir gefallen hatte, ich glaube, sie ist aber vom letzten Jahr, ich habe sie aber in diesem Jahr erst gesehen, Thor Ragnarok. Mhm. Das war für mich ungefähr der zweitbeste Marvel-Film, den ich bisher gesehen habe, nach Winter Soldier. Das waren so, wo ich so sagen muss, also toll, wie das irgendwie bedient wurde. Teil 3, also der drittbeste wäre für mich der erste Guardians of the Galaxy. Und dann würde die Troika bei mir auch schon wieder zugemacht werden. Ansonsten bin ich jetzt nicht so ein riesen Marvel-Fan. Bei mir ist Guardians of the Galaxy, was ein Glück, gibt es die Filme, weil damit kann ich sagen, es gibt auch Marvel-Filme, die mir richtig gut von vorne bis hinten gefallen, weil immer nur Action, noch eins mehr drauf Action. Ja, ja. Bei Beverly Hills Cop, der erste war witzig, der zweite war witzig mit Action, der dritte war zugebombt mit Witz, 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 Action, 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 Action. Was man damals noch gar nicht so gewohnt hat, das hätte mir nicht sein müssen. Für mich auch der Grund, warum ich jetzt den Avengers nicht so gut gefunden habe. Ja. Das war halt einfach ein ziemliches CGI-Massaker. Und das ist halt auch, also seitdem ich, was war das hier, dieser Incredible Hulk oder so mit dem Edward Norton, der hatte ja so ein Ende, wo der dann gegen Abomination gekämpft hat, der Hulk. Und das war halt wie so ein Computerspiel gucken. Ja. Ein paar Jahre vorher schon der George Lucas mit dem Phantom Menace auch so gemacht, dass auf diesen Planeten Naboo oder wie der hieß, dann die ganzen Gungans oder so dann da irgendwie gegeneinander angetreten sind. Und das sah halt auch aus wie aus einem schlechten Computerspiel. Und das ist irgendwie, da fehlt mir dann das Herz. Und das fand ich jetzt bei den Avengers, ist es mir extrem so gegangen, dass es mich auch einfach null interessiert hat, was da jetzt gerade wieder so passierte. Der Film war super und der hatte auch seine schönen Einzelepisoden gehabt, also ist gut gemacht. Das ist ja das, weswegen man den trotzdem guckt. Richtig, genau. Also es ist nicht so einer, wo du dich dann drüber ärgerst, dass du ihn gesehen hast, aber es ist halt, also für mich ist es halt... Also der Hulk darf immer draufhauen, das ist für mich voll okay. Das ist gar nicht dabei. Ja, der war gar nicht dabei. Nee, der war allgemein. Beim Ragnarok war der dabei. Allgemein halt, ja. Beim Ragnarok war das sehr gut, ja. Genau. Ja, gut. Thema Filme abgekaspert.
Ja, aber wenn wir gerade so schön beim Fragen beantworten sind, wollen wir dann mal eine Runde Fragen beantworten. Und zwar gibt es eine Fragenplattform im Internet, und ich meine jetzt nicht gute Frage nett, das sparen wir mal aus an der Stelle. Fragmutti.de. Nein, es gibt Quora.com. Ja. Und da gibt es auch eine Rubrik oder Fragenrubrik, die nennt sich dann Comics als erzählerische Kunstform. Und da gibt es so ein paar Fragen, die habe ich mir jetzt mal rausgesucht, wo ich auch schon eine Antwort gegeben habe, in schriftlicher Form. Aber ich dachte, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, so Fragen hier mal in die Runde zu bringen und da mal so ein bisschen philosophisch, weil wir haben ja auch den einen oder anderen Philosophen am Tisch, einfach mal so ein bisschen drüber zu philosophieren. Du meinst ja unsere Kim Possible da drüben, oder? Ja, unser Ron Stoppel. Ich weiß nicht mal, was Philosophie ist, aber immer wenn die Leute mich labern hören, sagen die, wenn einer Philosoph ist. Hast du das nicht angefangen zu studieren? Ich habe es abgebrochen, ich kapiert habe, worum es geht. Ach so. Gut, dann hast du aber mehr voraus, als du meinst. Also was ich wahrgenommen habe, hast du viel mitgenommen aus der Zeit. Ohne die Philosophie sei das, wenn sich Menschen im Kopf mit Problemen beschäftigen und nicht zu einem Schluss kommen. Also Philosophen hören nicht auf zu philosophieren. Okay, dann philosophieren wir jetzt nicht, aber dann, also viel Zeit haben wir nicht, aber wir sprechen einfach mal drüber. Ja. Natürlich ist die klassische Frage, die in so einem Kontext immer gern gestellt wird, gefällt dir DC oder Marvel besser und warum ist das so? Das ist, weil es besser ist. Deshalb. Weil es besser ist, einfach so. Ah, das ist auch tatsächlich wie Mac oder PC, ne? Ja, genau. Entweder oder, und hier sage ich auch, hier gibt's kein Entweder oder, man sondern. Man darf eine längere Antwort geben. Meine Antwort wäre, ich pick mir von beiden die Rosinen raus. Mhm. Also das ist halt gut. Mein Bruder mag keine Rosinen, die wird's anders machen. Die Melange aus beiden ist natürlich der Superheldenbrei. Und Amalgam-Universum. Da wird ja in beiden was reingedrückt. Ach so, ja. Was ich zum Beispiel gerne lese von DC ist der Batman. Das ist für mich so einer meiner Lieblings-Superhelden. Und von Marvel ist es der Daredevil oder der Punisher. Das sind so die. Und da merkt man also auch sehr schnell, was sind denn das für Superhelden, die den Sascha begeistern? Das sind die eigentlich keine Superkräfte haben. Also klar, Daredevil hat mal irgendwie so radioaktives Zeug in die Fresse gekriegt, aber eigentlich hat er nur in Anführungszeichen erweiterte Sinne, genau. Und ist halt nochmal besonders kämpferisch ausgebildet. Bruce Wayne als Batman hat halt eben auch keine Superkräfte, ist aber so stark, wie es nur geht als Mensch. Der macht und Sport. Macht Sport und hat Geld. Also hat für alles, Geld. Was dann eben, und er hat immer Kryptonit dabei. Es ist ja immer gut, Kryptonit dabei zu haben. Ja, genau. Und beim Punisher ist es genauso, und der Typ ist sogar noch ein Psychopath und ein totaler Anti-Held. Das sind eher so diese Dinge, die ich geil finde. Da würde ich jetzt nicht sagen, entweder Marvel oder DC, weil was allerdings das Filmuniversum angeht, jüngeren Datums, würde ich auf jeden Fall eher Marvel sagen. Obwohl alle Filme von Christopher Nolan, die Batman beinhalten, das gesamte Marvel-Universum in den Sack stecken, meiner Meinung nach. Schließe ich mich komplett an. Das ist wirklich absolut Brother from another richtig. Mother. Das ist richtig gewesen. Nee, sehe ich wirklich so. Also gerade die Filme von Nolan sind unglaublich. Also die ganzen Batman-Verfilmungen davor sind absolut in die Tasche gesteckt worden. Da merkst du wirklich, wie gut oder wie komplex du so eine Charakterentwicklung machen kannst. Auch so plausibel. Also nicht so comichaft, ja, obwohl das dem widerspricht, aber das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und generell hätte ich jetzt auch gesagt, Marvel ist eher so bunt und DC sind so eher düstere Charaktere, aber stimmt gar nicht. Daredevil und so weiter ist ja Marvel und ist ja auch kein gute Laune-Typ. Also nee, das gar ist nicht. Deswegen, ja, kann ich mich auch im Endeffekt anschließen. Also ich bin jetzt auch keiner, der die eine Seite verteidigt und die andere niedermacht. Aber bei den Comics ist ja immer die Frage, ob jetzt nur die Superhelden gemeint sind, ob nur die Superhelden, die heutzutage berühmt sind, gemeint sind oder ob alles querbeet gemeint ist. Also Marvel macht ja mehr als Superhelden oder hat früher andere Sachen gemacht wie Superhelden und so weiter, also auch noch nebenbei. Man pickt sich überall das Beste raus, klar. Bei den Filmen ist es jetzt ja überschaubar, weil es nicht unendlich viele Filme gibt, sondern wenn wir jetzt mal so die letzten 10 Jahre gucken, ist Marvel erfolgreicher und geschickter, das Gefühl der Zeit einzufangen mit, also wenn Nolan einfach jetzt den Batman düsterer, erwachsener, böser, bitterböserer macht, dann ist das die richtige Richtung gewesen. Aber gleichzeitig den Humor, wir leben im Zeitalter Selbstironie, seitdem Buffy kommt, weiß es jeder und die ist noch gar nicht rum und das muss man auch mit
einfließen lassen. Also Guardians of the Galaxy ist bei Marvel das, was mir richtig gut gefallen hat. Bei den Filmen. Und bei DC, aus heutiger Sicht ist es Nostalgie, aber früher fand ich ihn auch gut. Der Tim Burton, was der mit dem ersten Batman-Film gemacht hat, war schon cool. Und dann damals, wie der Jack Nicholson gespielt hat, wie auch noch im nächsten Teil, wie dann damals mochte ich die Michelle Pfeiffer eh. Ja. Das hat gepasst, das hat damals gepasst. Gefiel mir besser als Halle Berry tatsächlich. Ja, mir auch. Ja. Die Comics ist es so, dass ich habe ja so viele Leute, die nur Marvel oder nur DC-Fans sind, in meinen letzten 20 Jahren um mich rum gehabt. Also wie Marek gerade sagt, man hat, wenn man jetzt die eigene Perspektive hat und nicht den Fokus ein bisschen auffächert, den Eindruck, dass, egal ob es Marvel oder DC ist, dass die einen ein bisschen schillernder, die anderen ein bisschen düsterer sind. Aber wenn man genauer, wenn man dann nochmal überlegt, stellt man fest, Mist. Und dann stellt man irgendwann fest, eigentlich haben beide alles, was der andere auch hat. Und dann gefällt einem vielleicht aus Geschmack oder auch sonst was. Ich finde es sehr, sehr, sehr schön, dass Marvel Gwenpool Comics gemacht hat, weil da geht es wieder um Metaebenen. Selbstironie, es kommt trotzdem Superhelden vor. Sehr gelungen gemacht. Ist nur eine Serie, die völlig vergessen ist, die kaum jemand gelesen hat, aber die ist unter dem Aspekt, wenn man mehr als nur einen Superhelden-Action-Comic lesen will, einfach da passieren Sachen, weil sie sich bewusst ist, dass sie eine Comicfigur ist und weil sie sich bewusst ist, dass sie die Titelheldin ist, weiß sie, ihr passiert eh nichts. Und das ist schon mal ein geiler Start. Ich überlege gerade, ob mir gerade jetzt einfällt, was so mein Lieblings-DC-Comic wäre, aber ich weiß nur, also ich habe nicht 1985, 86 Watchmen gelesen, ich habe nicht 1985, 86 Frank Millers Marvel-Dinger gelesen, ich habe die erst später gelesen. Alle Leute, die es damals gelesen haben, die lassen nichts anderes zu als die Aussage, dass das die Meilensteine sind, deshalb bis heute die besten Comics sind. Wenn man aber ganz viele Batman-Einzelcomic-Geschichten liest, ganz viele sonstige Erwachsenenthemen liest, weiter Führungen von der Idee des Superhelden liest und man ist jetzt mal objektiv oder man vergleicht die 1:1 an irgendwelchen Merkmalen. Es gibt Sachen, die sind mindestens genauso gut oder heutzutage besser als einfach das, was damals Watchmen war. Also ich finde, Watchmen ist nicht mein Lieblingscomic von DC. Ich finde, Der Dunkle Ritter ist nicht mein Lieblingscomic von DC, einfach weil ich heute, aus heutiger Sicht, noch andere Comics kenne, die ja, für mich jetzt sympathischere Charaktere gefunden haben. Oder also sie spielen da nicht im DC- oder Marvel-Universum zwingend. Oder auch im Batman-Comic, der völlig unbekannt, einfach nur in Deutschland ist er einfach nur in den Batman-Sonderbanden mit bei gewesen, ist untergegangen. Irgendwann hat der Joker mal irgendwas mit einer Bohne gemacht. Das war dann auf dem Titel, da hat der Joker seine Bohne in der Hand. Der Comic war auch ziemlich gut gestrickt. Dann gab es irgendwann mal, bevor, ich glaube, der Tod von Batman losging, war es noch so eine Paul Dini-Mini-Geschichte als dritter Teil in einem Batman-Heft drin. Ich glaube mit, ich weiß gar nicht mehr, wer da der Bösewicht war, vielleicht die Puppe. Scarface-Puppe. Sehr gut. Einfach nur eine Kurzgeschichte über 24 Seiten. Sehr, sehr gut. Also die bleiben mir viel besser in Erinnerung. Ich muss hier aber trotzdem mal eine Lanze brechen für die 80er Jahre und gerade Miller und Moore. Ich kann mich daran erinnern, als ich in den 80ern Kind war und, ja, oder eben auch so angehender Jugendlicher, war das dann halt so, dass Superheldengeschichten nicht gelesen wurden. Also von mir wurden die nicht gelesen, weil sie einfach Kinderkram gewesen sind. Und der Moore und der Miller waren die ersten, die tatsächlich keinen Kinderkram gemacht haben auf diesem Gebiet. Also die ersten, die mir damals aufgefallen sind. Und wie ist mir das aufgefallen? Über eine Comic-Redition, die ich damals gelesen habe, ja, muss 1988 gewesen sein, die mich dafür dazu bewegt hat, loszurennen auf die Kölner Intercomic, die es damals schon ein paar Jahre gab. Und habe ich mir dann Watchmen, das Trade Paperback gekauft, Frank Miller, Dark Knight Returns. Und ich glaube noch von Alan Moore das Swamp Thing und ein paar Sachen von dem Bill Sienkiewicz habe ich mir noch besorgt irgendwie. Das waren so Sachen, Dave McKean war auch noch dabei, der ja mit Grant Morrison damals Arkham Asylum gemacht hat. Also das sind so für mich so, die kaufe ich mir jetzt tatsächlich auch immer noch. Und es gibt noch eine größere Ausgabe und noch eine größere Ausgabe. Also das wächst auch immer mehr dann da rein. Also aber das sind für mich so wirklich bahnbrechende Sachen. Und ich glaube, auch rückblickend ist es auch so, klar, wenn Kinder heutzutage Hip-Hop hören, dann hören die jetzt halt, keine Ahnung, den
Kollega oder irgendwelche bärenstarken, krassen Typen aus Amerika, von denen ich gar keine Ahnung mehr habe, aber eben nicht mehr Run-DMC. Aber wenn ich überlege, Run-DMC waren sozusagen die Leute, die Hip-Hop weiter und mitentwickelt haben und es dann auch durch ihre Crossover-Sachen mit Aerosmith nach vorne gebracht haben, die haben unheimlich viel für dieses Medium getan. Und das, für Aerosmith. Das, und für Aerosmith. Und da würde ich eben sagen, das ist vergleichbar eben mit so einem Miller und auch so einem Moore. Ja. Also ich wollte die gar nicht niedermachen. Ich denke nur, weil die jeder in den Himmel hebt, muss ich das nicht machen. Das ist richtig. Ich finde die sehr gut. Da ist auch ein furchtbarer Monolog zu entstanden. Wobei die Alan Moore Sachen, finde ich viele Alan Moore Sachen besser als das, wofür er am berühmtesten ist. Ja. Ja, Steffen. Ja, war der Philosoph wieder. Wollen wir eine andere Frage? Steffen, also, Mario, ich muss ja auch noch antworten. Mario oder DC, nee, auch, würde mich da auch anschließen. Also ich würde da jetzt kein sonderlicher vortun. Viele Jahre habe ich fast ausschließlich DC gelesen, weil es mich einfach mehr interessiert hat, von den Charakteren her, von den Geschichten, kann man ja jetzt so nicht sagen, weil man weiß erstmal nicht, was kommt. Aber ich habe auch sehr früh mit Marvel schon angefangen und gerade als die Comic-Sozialisierung bei mir so ein bisschen losging, waren halt gerade so große Story-Arcs dabei, wie zum Beispiel der Tod von Superman oder Nightfall bei Batman und die Klonsaga bei Spider-Man zum Beispiel. Das heißt, wir reden jetzt von Anfang der 90er Jahre. Genau. Mhm. Und da war dann halt alles interessant, was so in die Richtung ging. Also meine erste Superhelden-Serie jemals, die ich gesehen habe, war Batman, die 60er Jahre Serie. Ja, ja. Und eine der ersten Zeichentrick-Superhelden-Serien war Spider-Man und Entis Amazing Friends zum Beispiel. Und von daher hat beides immer schon eine Rolle gespielt irgendwie, ja. Also. Und bei gerade Anfang der 90er Jahre gab es ja nun auch den dritten Big Player im Bunde. Image hat sich da frisch gegründet. Ja. Spielte dann sowas wie Spawn oder Savage Dragon für dich noch eine Rolle? Nur so ein bisschen am Rande. Also ich habe da das mitbekommen, dass es das gibt und ich habe mir da auch die eine oder andere Ausgabe mal gegönnt, aber das ist leider nie so auf fruchtbarem Boden bei mir geschlagen. Also da fand ich die klassischen Superhelden dann erstmal interessanter irgendwie zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja. Ich habe ja mich überhaupt nicht geäußert, was ich lieber mag, was mein Lieblingscomic ist, aber mir fällt, weil er gerade sagte, wie er reinkam, was dann auf einmal ein entscheidendes Erlebnis war, denn ich habe, als der Tim Burton Batman ins Kino kam, da war ja Batman gerade auch gar nicht düster tief, sondern ist zwar später gewesen, aber wenn man Batman nicht gelesen hat, kannte man ihn eher noch mit dieser Puff-Pumping-Fernsehserie irgendwie und dass es unrealistisch wirkt, wenn man jetzt keine Lust auf Superhelden hat. Und dann habe ich an gedruckten Comics erstmals einen Batman mir selbst ausgesucht, auch aufgrund von Kritiken, den ich gerne lesen wollte und den ich gelesen habe und den ich sau gut fand. Und das war halt damals vom Dino Verlag veröffentlicht, die Geschichte Batman liebt, nee, wie hieß das nochmal, mit der Harlequin? Ja, Mad Love von dem Paul genau, Dini ja, und dem genau, Bruce genau. Tim. Und es war deshalb in allen Kritiken, weil es irgendeinen ganz wichtigen Comicpreis in Amerika gewonnen hat und daraufhin habe ich die Kritiken gelesen, weil die überall da waren, dann habe ich den gelesen und der hat mir sehr gut gefallen. Also das ist so. Darauf aufbaut war ja auch die Animated Series von Batman, die ja nun auch wirklich immer in den Himmel gelobt wird und jetzt auch von mir. Anfang der 90er Jahre, dieser wahnsinnig tolle Art Deco-Stil, cool. Durchanimiert und ja. tolles Character Design. Ich habe mir damals nämlich auch so ein Buch gekauft, da ging es wirklich nur um die Entwicklung der Figuren. Also wirklich mit tollen Scans von den Zeichnungen. Der Bruce Timm, der da ja wirklich die Federführung übernommen hat und Regie und Charakterentwicklung gemacht hat. Unfassbar toll und wahnsinnig inspirierend und das alles in so einem schönen, cartoonhaften Retro-Stil. Mhm. Aber genau gepasst. Ist super. Also wirklich. Der ja, und die Serie war ja dann auch eine, die mich da noch tiefer rein katapultiert hat. Also das ist tatsächlich so. Also die habe ich gesehen. Dann kam Dino mit der Heftserie dazu auf den Markt und dann war es gänzlich um mich geschehen. Ja. Von da an hat sich dann alles weiter aufgebaut. Das war für mich der Weg, dass ich überhaupt Superhelden angefangen habe, weil Superhelden hat mich ein wenig interessiert. Leute, die einfach endlos kämpfen. Also ich bin jetzt nicht so wie alle anderen Typen, aber für mich ist Kämpfen nicht das, was mich jeden Tag interessiert. Ich bin jetzt auch noch nie in der Kampfschule gewesen, ich habe keinen schwarzen Gürtel.
Ja, aber das ist ja das Interessante, so fingen ja dann diese ganzen Image-Comics nämlich auch an. Da haben sich dann irgendwie Spawn und der Savage Dragon auf der ersten Seite getroffen und dann bis Seite 24 haben sie sich durchgeprügelt und die letzten zwei Seiten haben sie noch einen Fall gelöst. Ja. Also das war irgendwie so immer so dasselbe Ding. Deswegen kann man sich die Sachen eigentlich auch gar nicht mehr richtig durchlesen und angucken. Das Interessante ist aber, dass der Image-Verlag sich ja mehr oder weniger auch wieder selber weiterentwickelt und neu erfunden hat und daraus jetzt so eine Art Singer-Songwriter-Nummer geworden ist mit tollen, nicht mainstreamigen Sachen, die aber trotzdem irgendwie mit einer gewissen Marktkraft in den Markt auch dem Markt zugänglich gemacht werden. Super Texter, tolle Zeichner sind dabei und eben auch teilweise Sachen, die mit Superhelden so gar nichts mehr zu tun haben. Also das ist so Zeug, was ich super gerne lese. Eben wirklich so diese Zeichner-Autoren-Gespanne wie zum Beispiel Greg Rucka und Michael Lark mit Lazarus oder Sean Phillips mit Ed Brubaker, die ja Criminal gemacht hat. Gibt's alles auch auf der Seite. Ja, tolle Sachen, es ist super. Naja, und da, genau das ist es halt, weswegen die Frage hier so eigentlich ein bisschen zu eng gefasst ist, weil man halt nicht nur auf Marvel oder DC gucken sollte, sondern halt auch ein bisschen drüber raus, wenn man sich dann wirklich für Comics interessiert. Aber vielleicht kann man ja jedes Mal jeden Charakter, also der eine steht ja mehr oder weniger grob oder enger dem anderen gegenüber, also Harlequin und Deadpool und sowas. Ja. Da wäre ich jetzt zwischen den zweien eher für die Harlequin, wegen dem klassischen Kostümchen fand ich schon irgendwie süß, weil es eine Frau ist, finde ich süß. Überraschend. Dann könnte auch Deadpool sein. Sie ist nicht so derbe von der Optik, weil er hat ja leider kein hübsches Gesicht, der Kerl, der Wade. Und weil du Punisher gesagt hast, Punisher lese ich auch, ab und zu mal, nicht regelmäßig. Und eigentlich fand ich die Geschichte am coolsten, die jeder Punisher-Fan vielleicht sogar schon wieder vergessen hat, aber zumindest nicht besonders cool fand. Der war irgendwann mal in den, wie heißt das, in den Mangroven. Das fand ich witzig, das fand ich cool. Ach, eben hatte ich noch einen Untertitel auf den Lippen, aber ich weiß es nicht mehr, ist wurscht. So eine Garth Ennis-Geschichte? Nee, nach Garth Ennis gab es Verschiedenes und es gibt ja eh viele, viele, viele Geschichten. Und das war so eine sechsteilige Heftserie, die dann ein Paperback war. Okay. Ja, es gibt so viel, was man nicht kennt. Ja. Oder ja, die nächste Frage. Nächste Frage oder nächste Runde? Also eins von beiden. Machen wir erst nochmal eine Frage. Noch eine Frage und dann machen wir noch eine Runde. Okay. Wenn ich da wieder als letztes sitzen bleibe, weil ich hier... Ja, es war ein undankbar... Da wirst du uns gemein. Undankbar, ja. Ich kann mich aber auch rächen. Oh Gott, ich fürchte. Ah, jetzt eine sehr, sehr schöne Frage. wobei ich mir die Antworten fast schon denken kann, aber naja. Welchen Unterschied gibt es zwischen Mangas und Comics? Kein. Genau. Würde ich so auch erstmal sagen. Ja, aber Manga ist ja nun das japanische Wort für Comic. Genau. Und das war's. Na, ist oft schwarz-weiß und Comics sind oft bunt. Oft. Und Mangas lesen sich oft verkehrt herum. Das ist ja nicht verkehrt. Also von uns. Ich bin Linkshänder. Für mich ist das so angenehm, ein Comic für meine linke Hand in die richtige Richtung zu tragen. Sagen wir mal von unserer üblichen Leserichtung herausgesehen umgekehrt. Im Manga gibt es oft weniger Hintergründe, wobei, wenn du jetzt schon wieder Amis reinbringst, die haben oft auch keine Zeit für Hintergründe. Ja, oder kleben halt ein Foto rein, das machen die ja im Mangas auch mit 3D-Modellen und so weiter. Aber es gibt auch Mangas, die haben sehr detaillierte Hintergründe. Eben, das kann man gar nicht so sagen. Ja, aber der Buchhandel trennt's ja, ne? Also der Buchhandel, gerade wenn ich jetzt in Hugendubel oder sowas gehe. Format? Da siehst du ja... Es ist ja natürlich schon sehr... Nee, aber auch von den von der Anordnung. Da steht ein Regal mit Manga und dann steht daneben ein Regal mit Comic. Genau. Ja, der Buchhandler hat ja immer gar keine Ahnung, aber der guckt nach den Kunden und Kunden, die Mangas lesen. Ich war ja auch mal in einem Laden getrennt. Das wollte ich damit sagen. Es hat ja so einen Manga-Hype, da hast du ja irgendwie alles war irgendwie Manga. Und nun, wir hatten ja gerade auch Akira angesprochen, ne? Das war so der erste richtige große Manga-Klopper, der irgendwie aus dem fernen Osten zu uns gelangt ist und somit also auch damals der Anime war ja auch noch mit von der Mati, den ich da auch noch in so einem Programmkino gesehen habe und gar nicht damit klarkam, was der eigentlich von mir wollte, weil der also auch nicht westlich erzählt. Also nee, ist eine ganz andere Storytelling. Also ja. Also ich finde das schon gut. Also ich glaube, so eine Frage soll ja auch polarisieren. Mhm. Also Manga oder Comic. Ich glaube, dass das halt... Wie zuvor übrigens auch. Also. Ja gut, aber in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass du, die Comicläden bis zu einer gewissen Zeit einfach nur randvoll waren mit Typen.
richtige Typen, die sich dann darüber gestritten haben, wer bei einem Kampf Hulk gegen Superman wohl gewinnen würde. Mhm. Und auf einmal standen so Mädchen drin. Das weiß ich ja noch, weil ich also einer von diesen Typen war, die sich da gerade über den Hulk unterhalten haben. Und dann hat dann das Mädchen dann irgendeinen Manga haben wollen. Und die Manga-Abteilungen wurden halt auch immer größer und größer. Das wurde aber auch nicht vermischt. Und es ist auch so, dass also viele Leute auch sagen, ich lese nur Manga oder ich lese keine Manga. Das bedeutet, ich lese halt nur die anderen Comics. Mhm. Und ich glaube, man muss auch differenzieren zwischen dem, was es in Japan gibt. Da werden ja die Dinger telefonbuchdick dann irgendwo in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit gelesen. Mhm. Und zwar auch ohne Scheu. Und hier kriegst du die teilweise auch nur eingeschweißt. Und klar, kannst du dir auch als Kind kaufen, das ist gar kein Problem. Aber die sind ja schon so sind etwas deftiger, diese Teile, also mitunter. Weil sie sich ja nun auch der westlichen Kultur ein wenig entziehen. Also wer was unter Manga versteht, es kommt auch, also jemand, der keine Mangas liest, kommt auch darauf an, wie er es mitkriegt. Es gab früher mal, als Handys Klingeltöne hatten und sowas, nachts im Fernsehen Werbung. Mhm. Da konntest du dir nackte Pornobilder gezeichnete runterladen und du musstest Manga 1800 eintippen oder was weiß ich wie. Dann weiß das aber einer. Und dann, ganz genau. Da hat er ganz genau. Immer noch an seinem Jamba-Abo ab. Aber über Druna lachen. Immer diese immer diese So, und Leute, die das gesehen haben, die lassen ihr Kind kein Manga kaufen, obwohl das Kind Sailor Moon kaufen möchte. Ja. Und das ist halt, und dann gibt's Leute, die kennen Manga nur unter, also wenn du jetzt das Kind bist, diese niedlichen Sachen, immer alles verniedlicht mit riesen Klubschaugen und alles, und die wissen nicht, dass es noch anderes gibt. Oftmals ein Klischee einfach nur. Ne? Genau, und welches Klischee das ist, ist in Deutschland gar nicht eindeutig, sondern der eine kennt so, der andere so, und der dritte weiß sogar, hat gar nicht nachts mit der Fernsehsendung, mit der Fernsehwerbung zu tun, sondern mit, ich weiß doch, dass die Asiaten alle einen Schuss an haben, was Prüderie angeht, aber dann gibt's da auch Mangas, und die meinen nur die Porno-Manga. Ja, weil Manga ist ja kein Genre. Also Manga ist ja ein Stilmittel eigentlich, weil im Endeffekt das gibt Sci-Fi, da gibt's Klassiker, ja, Mittelalter. Das ist ja alles, ja. Also das ja, ist ja wie ja schon am Anfang gesagt, es ist Comic. Es ist ein Comic, ja. Ja, also es ist genau. Im Comic der große Überbegriff ist das Manga eben für Comics, die aus dem Japanischen kommen, wenn man es jetzt so grob betrachten möchte, oder diesen Stil mit transportieren oder so. Es gibt ja auch Stil. Eben, das ist es ja, das kann man so ja auch nicht festlegen. Aber es gibt ja auch deutsche Mangaka, also jetzt genau. Ja, und Manga ja. Und zum Beispiel, also ich mache ja jetzt gerade den Comic Das Chamäleon. Ja. Und der wird koloriert von der Alena Braun und die ist wiederum deutsche Mangaka. Mhm. Die wird also auch eine Kurzgeschichte zeichnen, die dann 8 Seiten umfasst und nach meiner Geschichte in dem Heft oder in dem Buch vorkommen wird und die werde ich dann kolorieren. Mhm. Ich finde das total schön, diese Zusammenarbeit zu machen. Also da hat keiner von uns irgendwie Berührungsängste, ganz im Gegenteil. Sie ist etwas anders sozialisiert worden mit Comics als ich. Also ich habe mich mit dem Björn, dem Texter und ihr dann mal getroffen, wir haben uns mal unterhalten und dann sind wir dann ins Schwafeln gekommen, wie geil doch Will Eisner ist und so. Also so Leute, von denen die noch nie was gehört hat. Und dafür hat sie mir ein paar um die Ohren gehauen, von denen ich noch nie was gehört habe. Und das ist halt das Tolle. Man lernt wieder irgendwie was Neues. Oder kann sich ja gegenseitig befruchten dann. Also deswegen, ich kann jeden auch nur einladen, wenn er irgendwie auf einer Comic-Con ist. Mal durch die, also weggehen von den Game of Thrones Schauspielern und mal in den Comic-Bereich, den es wirklich... Sofern es den gibt dann. Also ich weiß, wenn wir in Stuttgart sind mit diversen Stuttgart, Heften, wird es den auch geben. Und da gibt es ganz, ganz viele Zeichner. Und der Sascha bietet eine Führung an. Ich biete gerne eine Führung. Ich mache auch erst Kontakt oder keine Ahnung was, aber einfach mal hingehen und sich mal angucken, wer da so rumsitzt. Also da gibt es Karikaturisten, Cartoonisten, es gibt Mangaka. Ich bin da auch durchgelaufen, habe total geil gezeichneten Manga gesehen und guck dann so rein und jedes zweite Panel war abgeklebt. Habe ich dann mal so gelupft, diese Post-its, die da drin gesteckt haben. Das war halt so ein Homo-Hardcore-Manga. Das war mir dann auch zu viel. Also ich wusste auch nicht, also das war, bei Druna ist es ja auch so ein Stück weit Pornografie irgendwie. Das musste ich damals meiner damaligen Freundin auch erklären, warum ich das schön, weißt du, da wird Druna gerade irgendwie, keine Ahnung, von so einem Monster, das mutiert, auf ihrem Rücken dann vergewaltigt. Und ich musste meiner damaligen Freundin erklären, aber das ist doch so gut gezeichnet. Und den Playboy lese ich auch nur wegen der Interviews. Also das ist so ein bisschen, aber ne, auch mal so zwischen die Panels blicken. Und das ist halt total geil, sich davon auch mal irgendwie inspirieren zu lassen, was geschieht hier, weil wir haben unfassbar gute Zeichner und Zeichnerinnen am Start, die aber alle auch eher so unter dem Öffentlichkeitsradar vor sich hindümpeln.
Was aber auch schwierig ist, glaube ich, mit Manga in Deutschland, das ist ja noch mehr Sparte, so richtig. Es gibt ein paar, aber es ist auch sehr, sehr schwer da. Ich glaube, der Hype ist auch vorbei. Also es war ja irgendwie so mega, Manga war ja in aller Munde und ich glaube, jetzt ist es so ein bisschen wieder ab. Ja, da komme ich jetzt gerade wieder mit den Buchketten. Buchhausketten da, also die dann halt die riesen Regale da drin stehen haben, da war dann das Manga-Regal, in Anführungszeichen, war dann halt größer als das eigentliche Comic-Regal, wenn man, also das ist halt, da gab es schon einen Hype, ja. Auch absolut nachvollziehbar, woher das kommt und so weiter und so fort und Also den Hype gab es nicht, als Akira als erstes auf Deutsch erschienen ist, sondern als zum ersten Mal in Taschenformat Mangas gekommen sind, wie Dragon Ball, Sailor Moon. Und dann kann man das, wie es der Steffen beschrieben hat, in Buchhandlungen wahrnehmen. Ich habe da ja in einem Comicladen gestanden und da gab es halt Neuheitenregal in dem Laden, wo ich jetzt war. Das Neuheitenregal hatte alle Neuheiten, die im Comicbereich erscheinen. Das heißt, da waren dann auch, das ist nicht ein Regal, das ist eine Wand. Und diese Wand hat auch einen Platz für die Heftchen, was dann oft Superhelden sind, Alben, was oft franco-belgisch ist. Und dann ab irgendeinem Moment, wo es Dragon Ball, Sailor Moon und sonst was gab, auch noch so taschenbuchformatige Mangas. Und das haben wir alles zusammen präsentiert, weil jede Neuheiten haben die gleiche Chance. Auch independent, selbstkopierte Hefte haben da bei den Neuheiten einen Monat gestanden, damit jedes Neuheitentitel von jedem wahrgenommen werden kann. Egal, ob es ein selbstkopiertes, independent, kleinst Hobbyzeichner Werk ist oder der nächste Asterix. Die können nebeneinander gestanden. Das ist sehr gut. Das hat halt der Laden, in dem ich gearbeitet habe, haben wir so gemacht. Ist die einzige Chance, dass irgendjemand mal wahrgenommen wird, wenn er gut ist und wie deprimierend es ist, wenn du da neben einem Asterix stehst und jeder kauft einen Asterix und keiner kauft dein gekrakeltes, hässliches Ding, wo du glaubst, Moment mal, das ist jetzt aber nicht richtig beschrieben. Meins ist besser als Asterix. Und manchmal passiert's, dass irgendeiner sein Ding da in Kommission im Comicladen hatte und es hat sich verkauft. Ja. Zack. Und da waren dann auch Mangas. Und jetzt, warum sind das extra getrennte Bereiche? Dann kam Kundschaft für Alben. Die haben die Taschenbücher gar nicht in die Hand genommen. Es gab Kunden für Heftchenleser, meist Superhelden. Die haben die Alben und die Mangas gar nicht in die Hand genommen. Es gab Kundschaft für die Taschenbücher, die Mangas waren. Die haben die anderen nicht in die Hand genommen. Das heißt, die wussten gar nicht, dass das andere in bunt ist und viel, 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 viel mehr kostet. Also 48 Seiten für 10 Euro wären ein Schwarz-Weiß-Manga mit 300 Seiten 5 Euro kostet. Das hat man erst im zweiten Mal mitgekriegt. Das heißt, die haben das selbst schon so ausgewählt und jeder hat seine Scheuklappen auf. Ab und zu möchte man ja am liebsten über die alten Säcke, was dann die franco-belgischen Albenleser im Schwerpunkt sind, schimpfen, dass die nicht bereit für Superhelden, nicht bereit für, also es sind einfach drei Bereiche. Jeder, der länger liest, guckt auch mal links und rechts. Jeder, der ewig liest und viel liest und selbst auch sich damit beschäftigt, dem sind Grenzen völlig wurscht. Aber die Hauptkundschaft, Superheldenleser bleiben bei Superhelden. Manga-Leser bleiben am liebsten bei den Mangas. Manche möchten gerne wechseln, stellen aber fest, das andere ist mir viel zu teuer. Und die Albenleser bleiben bei den Albenlesern. Wer bei uns ein Praktikum gemacht hat, das vielleicht 3 Wochen ging, das könnte manchmal zu kurz gewesen sein, eine Änderung wahrzunehmen, aber es gab auch Jahrespraktikanten und Auszubildende und Leute, die auch es innerhalb von 3 Wochen geschafft haben, sich ihr Horizont zu erweitern. Leute, die eine Ausbildung machen oder Praktikanten sind meistens jüngere Menschen. Jüngere Menschen sind tendenziell zu der Zeit die gewesen, die wegen dem, was gerade in war, reinkamen. Aus jüngerer Sicht waren das dann die Manga. Wenn die zum Beispiel ein Jahrespraktikum gemacht haben, haben die nach dem Ende des Jahres immer noch Mangas gemacht, klar, aber auch dann noch einen zweiten oder sogar einen dritten Bereich entdeckt. Ja, das ist doch gut. Was man natürlich nicht außer Acht nehmen darf, ist die Spielekarten, so Pokémon-Karten und so weiter. Damit ging es dann nämlich irgendwann auch los, dass dann eben dann diese Booster gekauft wurden und so. Und die Glitzerkärtchen und so weiter. Also das da hatte man dann auch auf einmal ein ganz anderes Klientel im Comicladen. Ja. Alles bleibt im Fluss, alles verändert sich. In dem Comicladen, in dem ich jetzt einkaufe, das Zapp in Mainz, das hat eine ganz große Computerspieleabteilung, durch die ich immer durchgehe, ohne einen einzigen Blick reinzuwerfen. Ich war auch schon im Zapp in Mainz. Das ist halt, und dann stehe ich dann halt in den, da gibt's noch eine Manga-Wand, die ich auch ignoriere, und dann bin ich dann eher bei den Franco-Belgiern und den Amerikanern. Also das muss ich auch sagen, nachdem ich viele Mangas auch gelesen habe in der Vergangenheit, bin ich wieder zurück zu den Franco-Belgiern und den Amis und fühle mich da eigentlich auch sehr wohl.
Dann gibt's ja jetzt auch noch, man könnte jetzt auch noch sagen, was ist denn der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel? Das wäre so das nächste rote Tuch, mit dem man rumwedeln kann. Es gibt natürlich noch die Wand mit den Graphic Novels, wo man dann auch jemanden hinschicken kann, der reinkommt und sagt, mein Enkel liest gern Comics, was kann ich denen denn Gutes tun? Und dann kann man die Leute dann eben auch an so eine Graphic Novel Wand irgendwie schicken. Und da kommt auch was. Wie ein alter Enkel ist, ne? Also, das liegt eher daran, was die Oma gerne schenken möchte. Ja, oder so. Ja. Also, die wird kein Truna auswählen. Jetzt brauchen wir noch die Kindergraphic-Novel. Ne? Ja. Das ist auch schon so inklusive. Also, es liegt jetzt am Verlag, dass der Reproduktverlag Graphic Novels macht und für Kinder was. Und dann denken die Leute, das sei dann Graphic Novel für Kinder. Ja, ja. Aber Reprodukt ist da ein gutes Beispiel. Mit Kiste zum Beispiel. Ne? Genau. Große böse Fuchs war Avant, oder? Nee, was war das? Oder war das auch Reprodukt? War ja auch so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist schon ein Graphic Novel für... Das war ein Reprodukt, glaube ich. Das war kein Cover-Querformat, das war... Portrait nennt man es, ne? Ja. Also nicht typisches DIN A4 hoch, oder? Ja. Große böse Fuchs war DIN A4 hoch? Das war nicht DIN A4, aber das war... Es war hoch, dicker und... Ja, ja, okay, ja, jetzt weiß ich wieder, wie es aussah. Mhm. Ja. Haben wir die Frage hinreichend beantwortet? Ja, also zu so einer eindeutigen Frage eigentlich dann doch schön. Na, die hätten Fragen anders stellen müssen. Die hätten fragen müssen, wie ist Mangas scheiße oder ist Comics scheiße? Und dann wäre die Antwort... Was ist der Unterschied? An der waren wir. Ja, ich habe die Frage schon. Ja, aber so ein kleiner Insight aus der Comic-Zeichner-Ecke ist ja, ich bin also auch organisiert auf Facebook in so verschiedenen Communities und da kocht das manchmal hoch, dass sich dann Manga-Schaffende... echauffieren darüber, dass sie ihrer Meinung nach zu wenig wahrgenommen werden, auch ernst genommen werden von den anderen Zeichnern, die dann immer wieder zurückrudern und sagen, nein, nein, so ist das nicht, wir nehmen euch genauso ernst, wie wir ernst genommen werden wollen. Ich glaube tatsächlich, dass da zwischen den Fronten doch einiges an Verhärtung sitzt, dass man halt irgendwie sich schon irgendwie so gegenseitig ein bisschen beäugt und nicht genau weiß, was man miteinander anfangen kann. Das schon auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es so schöne Projekte wie vom E-Com, wo dann eben Comiczeichner mit Manga-Zeichnern im Dialog sind, Sachen gemeinsam entwickeln und zeichnen. Da gibt es ein ganzes Heft, was es umsonst gibt, kann man beim E-Com auch bestellen. Mhm. Da sieht man eben Kurzgeschichten, die dann eben verschiedene Zeichendisziplinen in einer Geschichte unterbringen. Und das ist, finde ich, eigentlich eine schöne Sache und so sollte man das eben auch sehen. Wir sind hier so ein kleines Comicland, da ist es vollkommen scheißegal, ob jemand irgendwie runde Goofy-Figuren zeichnet oder eben großäugige Manga-Figuren oder muskelbepackte Superhelden. Am Ende des Tages ist man ja eher Kollege als Konkurrent. Mhm. Ja. Ja. Also nehme ich die Szene irgendwie auch wahr. Also gerade jetzt bei Ansammlungen wie jetzt in Erlangen halt oder. Eben, das macht doch Spaß. Ja, also genau. Ich finde das immer sehr schön, dass es dann ein großes Miteinander einfach ist eigentlich. In größten Teilen. Natürlich gibt es immer mal so seine Reibereien zwischendrin, aber... Ja, aber Reibereien liegen meistens daran, dass jemand sich einbildet, er wäre gerade angerieben worden und müsste dann zurückreiben. Naja, wir sind ja auch alles Menschen und Menschen sind sich entweder sympathisch oder weniger sympathisch. Wer ist jetzt hier der Philosoph? Das bist du jetzt gerade. Ja, jetzt habe ich den Philosophenhut gerade auf. Also das ist das Einzige, was ich gerade trage, den Philosophenhut. Denn, ja, es ist doch so. Und das Headset. Genau. Mhm. Am Ende des Tages ist es wirklich so... Wenn du da mit Leuten aneinander gerätst, dann hat das nicht was mit Neid zu tun, sondern einfach damit, dass dir die Nase des anderen irgendwie nicht passt. Und man muss auch nicht mit jedem befreundet sein und alle irgendwie gut finden. Das ist ja auch totaler Quatsch. Aber gerade so Communities wie eben auf Facebook, ich möchte hier mal die Comic Solidarity nennen, die ich sehr schätze, die mich auch bei meinen ersten Schritten in dem Bereich begleitet hat und auch aktiv unterstützt hat. Da ist es so, da kannst du jede Frage stellen und auch du bekommst auch immer eine gute Antwort, teilweise von so Honks wie mir, die da drin sind, teilweise aber auch von Leuten, die da schon seit Urzeiten länger Comics machen als ich und wo ich so sagen würde, da von denen hole ich mir so meine Tipps. Mhm. Also das ist schon ganz toll, weil das einfach ein Miteinander ist, wo am Ende das Ergebnis zählt und eben auch irgendwie auch so ein gutes Gefühl und nicht nur dieses sich gegenseitig runtermachen. Mhm. Das kennt man auch aus Communities. Guck mal Leute, ich habe ein Bild gezeichnet, wie ist denn das? Ja, keine Ahnung, also für eine spastische Lähmung hast du es ganz gut hingekriegt. Also da wird es direkt bitter und brutal und das ist gerade im Comic-Bereich dann eher dann doch sehr, sehr positiv und offen und hilfreich. Finde ich auch gut. Ja. Sehr schön.
Ja, zweite Runde. Welchen Geschmack hatte der Philosophenhut, wollte ich noch fragen. Aber egal. Himbeer. Ich habe ihn mir nicht so tief, ich habe ihn mir nur über den, über den Kopf gezogen. Ja, unterbrechen das laufende Programm für jemanden, der seine Meinung zum neuen Hellboy-Trailer sagen möchte. Ja, wer ist denn da? Patrick Robert natürlich mal wieder. Auch wenn ich jetzt eine Zeit lang abwesend war. Cool von dir zu hören. Dann schieß mal los. Also, selbst wenn du mir heute Morgen nicht den Trailer geschickt hättest, du weißt, ich bin ein so großer Hellboy-Fan. Ich habe das wahrscheinlich sogar in der Stunde, als der Trailer geleakt wurde, gesehen und ich habe nichts erwartet, aber irgendwie habe ich noch weniger bekommen, weil es Del Toro hatte zwei wirklich gute Hellboy-Filme gemacht, die ich auch heute noch gerne sehe. Und jetzt haben wir etwas bekommen, das irgendwie keine richtige Handschrift hat, bisschen nach CGI-Action aussieht, also kaum Unterschied zur Justice League. Alles wird irgendwie wie kopiert und schon mal da gewesen. Sogar der Hellboy-Darsteller lebt so, als würde er Ron Perlman imitieren. Ich finde, das haben die letzten beiden Hellboy-Filme nicht verdient. Und trotzdem werde ich im Kino sitzen, einfach weil ich ein großer Hellboy-Fan bin und dem Ganzen eine Chance zu geben werde. Und vielleicht ist es einer der wenigen Fälle, wo der Trailer einfach mal etwas schlechter ist als der Film, aber nach dem Trailer ist meine Erwartungshaltung schon ziemlich unten. Klingt ja alles ziemlich ernüchternd. Gibt's irgendwas Positives, was du dem Trailer abgewinnen kannst? Ja, ich kann mich zumindest jetzt etwas mehr mit dem neuen Hellboy anfreunden. Aber ich finde es eben schade, dass man die Trilogie unterbrochen hat und jetzt was Eigenständiges versucht, das irgendwie doch nicht eigenständig ist. Ganz gut finde ich die paar Verweise, die auf Hellboy da sind. Also auf das Comic-Universum. Ach ja, und einige der Schauspieler sind eben doch ziemlich gut, nur ist es schwer, sich die im Hellboy-Universum vorzustellen, vor allem weil Ian McShane, der jetzt Hellboys Ziehvater spielt, schon einige Rollen gespielt hat, die deutlich übler sind. Also da ist er ein ist teilweise ein fluchendes Arschloch und dann jetzt auf guter Vater zu kommen, finde ich schon sehr gewagt. Also sogar bei den Schauspielern gibt es, wenn man den Trailer sieht, durchaus Abstriche zu machen. Soweit zu Hellboy, zu dem Trailer. Mehr müssen wir dann sehen, wenn der Film dann endlich da ist. Eine Frage noch zum Schluss. Was ist denn so ein typischer Weihnachtsfilm für dich? Was guckst du an Heiligabend oder an einen der beiden Weihnachtsfeiertage oder vielleicht sogar an beiden Weihnachtsfeiertagen? Was ist da für dich so das Filmmaterial? Du kennst mich ja, ich bin nicht allzu großer Weihnachtsfan, aber ich habe jetzt die Tage nochmal die erste Staffel von Happy angesehen. Das hat ein schönes Weihnachtssetting, hat genau dieselbe krummlige Stimmung wie ich. Oder auch Stirb langsam 1 und 2 kann man sich auch super geben. Also wenn es nicht zu kitschig sein soll und auch ein bisschen Zynismus rein geht, dann Stirb langsam und Happy. Oder Krampus. Das ist ein Horrorfilm, der spielt so ein bisschen mit den Weihnachtsklischees. Oder eben Rare Exports, was dann auch eine sehr abgedrehte Horrorinterpretation der Weihnachtsgeschichte ist. Damit geht's zurück zum laufenden Podcast-Programm. Vielen Dank, lieber Patrick Robert. Ja, haut rein, frohe Weihnachten und frohes neues Jahr und diesen ganzen Kram. Wir sehen uns dann spätestens im nächsten Jahr und das Angebot steht, wenn ihr mich nächstes Jahr innerlich irgendwie leiden sehen wollt, dann schauen wir uns den Hellboy-Film
zusammen an. So, und damit haben wir uns gedacht, dann machen wir doch mal so eine kleine Wer bin ich Runde. Wird sagen, diesmal fängt dann der Marek an als nächste. Und wir machen wieder. Wieder im Uhrzeigersinn. Okay. Gut, klassische Frage. Bin ich ein Mensch? Nein. Sehr schön. Die Frage, ich habe ein Déjà-vu gerade. Da schließe ich mich an. Bin ich ein Mensch? Nein. Also mal gucken, was ich überhaupt mache. Aber mache ich es mal einfach. Machen wir es mal einfach die Runde und langweilig. Bin ich ein Mensch? Ja. Die Antwort ist aber nicht langweilig gewesen. Oh ja. Oh, verrückt. Du hast sogar noch eine Frage. Das ist... Damit gar nicht gerechnet. Boah, ganz gerechnet. Menschen haben auch viele Fragen. Das bei Mensch, ja, das darfst du noch. Bin ich eine Comicfigur? Ja. Ja. Bin ich auch eine Zeichentrickfigur? Ja. Ja. Möchtest du auflösen? Bin ich Balu der Bär? Moment, das ist ja kein Mensch. Bin ich Balu der Mensch? Nein. Ist es eine Zeichentrick-Filmfigur? Ja. Also, jetzt wie meinst du das? Also, auch das gibt es. Ja, also auch. Ich würde aber aus einer Zeichentrickserie. Fragen wir mal so rum. Nochmal, aus einer Zeichentrickserie. Also du kommst jetzt nicht aus einer Zeichentrickserie, aber es gibt Zeichentrickserien. Man könnte das alles mit Ja beantworten, würde dich aber doch weiter wegbringen. Okay. Aber also du bist auch eine Zeichentrickfigur. Ja. Comic hast du gerade gesagt. Comic und Zeichentrick, ne? Genau. Ja. Beides. Komme ich aus den USA? Ja. Auch das. Bin ich ein Superheld? Ja. Bei ja. Nacht schon. Ja. Ja. Bei ja. Nacht schon. Nein, das war nur eine Spaßantwort. Ich mache mal Superheld mit Fragezeichen, weil so ganz eindeutig war das ja nicht. Die Frage anders formuliert hätte eindeutiger... Bin ich kein Superheld? Nee, Oh, das muss immer... Also, ja... Ja. Bist du? Wir sind zurück. Wir sind ja. Zurück. Wir waren ja gar nicht weg. Die Antwort war auf jeden Fall. Die Hörer waren wir nicht weg, aber wir wollen ja auf jeden Fall ja. Klingeln auflösen. Superheld, also ja. Trage ich eine Maske? Ja. 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 Also, naja. Naja. Doch. Was? Ach so. Ja. Ja. Eigentlich müsste man jetzt nein. Nee, eigentlich nein. Was denn jetzt? Ach so. das ist aber das echt ist jetzt tricky. Was? Ja. Ja. Ein Helm oder was? Das ist etwas, das wirst du so nicht erwarten, aber okay. Die Zuhörer werden es auch nicht erwarten. Deswegen müssen wir streng genommen nein sagen? Naja, wir sagen nein. Nein. Ja. Streng genommen. Genau. Nein. Streng genommen. Mhm. Mhm. Also keine Merkt Maske. Ihr das nur? Ja. Streng genommen. Keine Maske. Aber erst war der überzeugt das. Ja. Ja, genau. Sehr komisch. Okay. Das kannst du aber du wirst es, wenn du es dann siehst, dann wirst du es, hoffe ich, verstehen. Oder auch nicht. Also, oder ich stürze oder. Mich in die... Oder du disqualifizierst in den mich. Rand des Universums. Ja. Dann mach du mal weiter. Ach so. Ich nein hatte. Ich hatte noch gar nichts gefragt. Ich nee. Fange jetzt an. Was war eure erste Frage? Danke ich, schön für die Vorwarnung. Bin ich ein Mensch? Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Na. Bin ich ein... er hat, ich glaube, er vermutet was völlig anderes. Ich glaube auch. Halt dich mal zurück. Okay. Genau. Aha. Du bist ein Mensch, vergiss alles andere, du bist ein Mensch. Okay. Nicht, dass es sich hier um ein Teekesselchen handelt. Ja, irgendwie schon. Bin ich männlich? Ja. Ja, genau. Guck mal lieber nach, was es ist. Bin ich aus dem Fernsehen? Nein. Glaube ich auch nicht. Nein.
völlig aus den Socken gehauen, oder? Was völlig anderes erwartet. Ja. Okay. Ach so, aber du bist dran. Ich bin kein Mensch. Bin ich eine Comicfigur? Ja. Aus dem amerikanischen Raum. Mhm. Bin ich ein Superheld? Nein. Bin ich ein Tier? Was bist du nun mal? Ein Tier? Ja. Bin ich eine Comicfigur? Auch. Also, das musst du jetzt sagen. Also nicht. Ich bin auch Zeichentrick. Ja. Bin ich. Vor allem eigentlich. Vor allem nicht. Bin ich für Kinder? Mhm. Ja. Laufe ich im Fernsehen? Oder lief ich im Fernsehen? Ja. Lief ich im Fernsehen, ja. Denn ich kenne halt im Moment das TV-Programm nicht so. Also, okay. Nein, ich meine, ich bin kein Netflixer, aber die Leute, die Netflixen, die gucken ja auch kein Fernsehen mehr. Das ist richtig, aber lief ich so in den 90er Jahren im Fernsehen? Ja. Gut. Und er ist ja aus den 90ern, ich kenne das noch. Du erst aus den 90ern. Und, ich bin nicht aus den 90ern, aber in den 90ern habe ich Fernsehen. Du kennst die Zeit. Ja. Du warst dabei. Lief ich im Privatfernsehen? Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Also du liefst auch außerhalb der 90er im Fernsehen. Und bin ich eher so eine Disney-Figur? Nein. Okay. Endlich eine. So, ich bin ein Superheld, der eine Maske hat, aber irgendwie auch nicht. Hm. Frag weiter. Ja. Komme ich aus dem Hause Marvel? Nein. Das ist eine gute Frage gewesen. Für dich jetzt. Mhm. Bin ich ein Superheld? Nein. Ich bin kein Mensch. Ich habe schon wieder vergessen. Ach! Stimmt. Ich hab schon wieder vergessen, was du bist. Bin ich aus dem Haus Marvel? Nein. Tja, ich bin also kein Mensch, sondern ein Tier. Mhm. Bin Zeichentrickfigur für Kinder, aber kein Disney. Mhm. Gott. Bin in den 90er Jahren ausgestrahlt worden und wurde auch darüber hinaus. Aber davor auch schon. Also ich bin älter als die 90er Jahre. Hm. Okay. Ich würde mich da jetzt in die falsche Richtung schicken. Aber ich bin schon noch in Farbe. Mhm. Ja. Ja. Wurde ich wöchentlich ausgestrahlt? Ja. Gibt es von mir mehrere Staffeln? Mit Sicherheit. Ich meine auch. Bin ich so ein bisschen so Nickelodeon-mäßig unterwegs? Nein. Okay. Das ist völlig anderes. Ich wollte gerade gucken, ob es mehr Staffeln gibt. Kann ja vielleicht jemand anderes. Bin ich von, du sollst gucken, ich Fotos mal. Bin ich aus dem Hause DC? Ja. Ah, ja. Jetzt wurde erst das Foto gemacht. So lange braucht das Ding hier. Ja, das ist unfassbar. Jetzt wird es noch ins Entwicklungsland geschickt. Oh, jetzt kommt gleich raus. Es ist unscharf, das lasse ich gar nicht entwickeln, es ist unscharf. Superheld. Tut mir leid. Mach du mal von der Seite Fotos. Okay. Ich fotografiere gleich mal zurück. Habe ich ein Kostüm an? Das ist ja das Blöde. Das ist echt ein bisschen blöd. Also, sagen wir mal so. Privat? Jetzt gerade nicht. Mhm. Ja, jetzt gerade nicht. Das ist ja auch logisch. Wir sitzen ja alle nackt hier, aber.
Was? Jetzt gerade nicht? Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Überleg mal, jetzt J-G-N. J-G-N. Jetzt gerade nicht. Ach Quatsch. Nein. Denk da nicht drüber nach. Nein, nein. Okay. Also, in dem Sinne, nein. Nicht. Also, nein. Ja. Ja. Okay, dann. Jetzt lange auch wäre. Okay, da bin ich dran. Ich bin kein Superheld. Bin ich aus dem Fernsehen? Ich bin männlich. Habe ich denn schon gefragt, ob ich ein Mensch bin? Bin ich ein Mensch? Du bist ein Mensch, hattest du aber auch schon gefragt. Hat ich schon gefragt. Mhm. Ein männlicher Mensch. Gut. Ja, wahrscheinlich hätte ich deswegen Mann geschrieben. gut. Interessante Frage von mir dann. Bei dir müsste ich dann noch korrigieren, als du gefragt hast, bin ich ein Superheld? Jetzt gerade nicht. Eigentlich ist das die richtige Antwort. Ah. Ja. Ja. Und das ja. Mit der Maske deswegen, auch. Weil das, ja. Das okay, irritiert okay. Zu sehen. Ja. Deswegen da jetzt, auch jetzt gerade nicht. Die Mutter Teresa des Quiz, der Quizshow, Marek. Ja. Hilfst dir jedem über die vielen. Wer ist, bin ich? Nein, du bist. Ich bin, ja. Könntest du mich nach dem Alter fragen? Nach dem frage ich dann auch, nämlich noch ein alter Ego. Bin ich alt? Nein. Ja, kommt drauf an. Es kommt drauf an, deine Figur, das hast du recht. Ja. Deine Figur, die wird älter. Ist nein, deine Figur ist nicht alt. Okay. Ach so. Ne? Ja. Okay. Die Figur selbst nicht. Bin ich ein Tier? Ja. Ja. Bin ich... Ich bin Disney? Ja. Ja. So, jetzt... Kann alles sein. Jetzt 5000 Mal. Ja, jetzt... Du, wenn du jetzt einfach die Namen der Reihe nach runter hattest... oder einfach die Tiere. Bin ich ein Hund? Nein. Bin ich ein Hund? Nein. Das habe ich immer noch keine. Also geht's bei mir um. Kein Hund kannst du fragen. Bin ich das alter Ego eines Superhelden? Ja. Ja, deswegen war das vorher so. Ja, das. Ja. Okay, bin ich männlich? Ja. Ja. Mhm. Gibt's Superhelden, die. Alter Ego männlich sind und Superheld weiblich sind? Das wäre interessant. Es gibt einen Superhelden, der Kind ist und. Transgender Woman. Ja, stimmt. Jemand, der eigentlich als Nicht-Superhelden Kind ist, das gibt's. Und als Superheld ist er ein großer, starker, erwachsener Mann. Der Captain Marvel oder sowas. Bei der Gelegenheit könnt ihr mir dann nochmal den Unterschied zwischen Captain Marvel und Captain Marvel erklären. Da bin ich nämlich ein bisschen ausgestiegen. Das können wir dir erklären. Sehr gut. Aber jetzt erstmal wird geraten. Das machen wir im Anschluss an diese Runde. Bin ich Captain Marvel? Nein. Nein. Nein, die Frage hätte natürlich heißen müssen, bin ich Billy Batson? Aber weder noch. Weder noch. Stimmt, so hätte es heißen müssen, aber nein. Nein. Mist, jetzt bin ich schon wieder da. Gibt es meine Figur schon sehr, sehr lange? Extrem. Oh, sehr lange. Sehr lange. Ich würde sagen, sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Eine der ältesten? Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich gefragt habe. Bin ich eine Comicfigur? Ja. Bin ich Yellow Kid? Nein. Wer? In Amerika, die denken, dass Yellow Kid die erste Comicfigur ist. Okay, jetzt. Ich habe es nur akustisch nicht verstanden. Hab ich vier Beine? Nee. Bin ich eine Maus? Nein. Auch nicht. So lange mache ich weiter, bis ich tot und früh fall. Dann fangen wir doch erstmal mit den üblichen Verdächtigen an. Bin ich Bruce Wayne? Ja. Das war jetzt einfach. Ja. Ja, am Ende. Aber ja, das mit dem alter Ego war so unglücklich. Ja, aber cool. Trotzdem. Schöne Idee. Wir haben es dann ja ab irgendeinem Moment
klar gemacht und dann... Da hat man richtig gemerkt, wie da die Roulette-Kugel zwischen deinen Ohren geklackert hat. Ich habe beide Seite gebraucht und habe es nicht gleich in der dritten Runde. Ja. Jetzt bin ich dran. So. Ich bin ein männlicher Mensch. Nicht im TV, kein Superheld. Die Figur gibt es schon sehr lange, aber ich bin nicht alt. Ach so, dann. Doch, du bist, also... Du hast schon in die richtige Richtung gedacht. Ja. Also jetzt muss man ja mal. Bin ich Charlie Brown? Nein. Nein. Habe ich zwei Beine? Mhm. Okay. Bin ich eine Maus? Nein. Habe ich zwei Beine? Ja. Ja. Gott, ich bin keine Maus, ich habe zwei Beine. Was kann denn das sein? Was kannst du damit anfangen in deinem Leben? Bin ich vielleicht auch eine Katze? Nein. Nein, auch keine Katze. Du hast gefragt, ob du eine Katze bist? Nein, war die Antwort. Ja. Ja? Okay. Gibt es meine Figur länger als ein Charlie Brown? Ja. Viel länger, ja. Viel länger. Hm. Bin ich eine... Ja, ich bin eine Person. Also du bist nicht das Yellow Kid. Mhm. Aber. Aber die war schon nicht so ganz verkehrt, so die Denke. Bin ich Little Nemo? Sowas von. Ja. So uns wieder zwischen euch beiden. Marek. Das ist doch langweilig. Das ist so langweilig. Ihr braucht doch ein bisschen Übung. Ja, ich glaube auch. Nächstes Mal auf jeden Fall wieder mitmachen dann. Okay. Um hier wieder vorgeführt zu werden, Steffen. Im Leben nicht. Das war's jetzt. Das letzte Mal hat der Steffen Probleme mit seinem gehabt, was ich ihm ausgedacht habe. Ja. Das kann mir was anderes. Tut mir leid. Happy. Ah, stimmt. Ah, okay. Ja, da hat sie mich auch für irgendwie, da war ich völlig auf der falschen Pferde, so rum. Pferde, verstehen Sie? Pferde. Du hast gesagt, es wäre ein Pferd, dabei ist das ein Einhorn. Ja, ich hab's nicht mehr, ich hatte die Stirn nicht mehr so in Erinnerung von dem, vom Happy. Happy. Hast du Happy gelesen? Nur die Serie gesehen. Fand ich okay, aber jetzt auch mehr nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie schon gesehen habe. Nee, wir haben sie ja noch nicht gesehen. Wir wollen sie zusammen gucken, deswegen kommen wir nicht zum Gucken, weil wann gucken wir was zusammen? Nie. Deswegen, wir werden die Serie nie sehen. Na, vielleicht nächste Woche mal. Aber der Comic, der war kurz, knapp und genau getroffen. Ich bin ja leider nicht so... Marek macht seine Frage. So. Marek? Danke. gibt es auch einen Film mit der Figur? Ja. Okay, aber ist ein älterer Film dann? Also jetzt keine neue Disney-Film. Anders, ich muss es fragen. Ist es ein älterer Film? Also vor 1990. Definiere Film. Vor 1990. Vor 1990. Was für ein Film soll denn das sein? Also ein Kinofilm, denke ich. Ich glaube, du möchtest es unterscheiden, ob du Also ob jetzt eine Generation Pixar oder Generation... Ja, also das ist... Es gibt einen Film, wo er mit dabei ist. Ja, genau, der Charakter. Und das ist ein Film, würde ich sagen, so aus... jetzt muss ich aber... Also damit du nicht auf die falsche Pferde gehst. Ja. Es ist kein Kinofilm gewesen, okay. Aber es ist gilt als Film. Und das war so Mitte der 90er vielleicht. Okay. Man könnte, glaube ich, auch weiter in der Zeit zurückreisen und sagen, dass du, glaube ich, auch in den Kurzfilmen früher mit dabei gewesen auf jeden Fall, bist als, ich will nicht sagen Protagonist. Mhm. Also ist es ein männlicher Charakter? Mhm. Ja. Okay. Also irgendwie so ein Sidekick oder so ein Nebencharakter. Das ganz genau. Gibt sogar. Ist die Frage, wozu du jetzt genau gesagt hast. Also, das eine wäre ja. Ist jetzt. Was anderes als. Es ist jetzt kein. Was? Nebencharakter, ja. Oder? Ja, also Nebencharakter. Mhm. Du warst vorhin bei einer Weises einzukreisen, hast genau da aufgehört, wo du vielleicht noch weitergekommen wärst. Genau. Okay. Kennst du nicht? Sag mal. Achso. Achso, ja, nee, ich guck nicht. Nee, ich guck nicht. Ja. Was hast du jetzt mittlerweile geklärt? Ob du Mensch oder Tier oder was? Genau, also ich bin kein Mensch. Es ist aus dem Comic, USA, kein Superheld.
Weißt du, ob du ein Tier bist und wenn ja, welches? Ja. Er weiß, Tier, aber nicht welches. Mhm. Ich bin keine Maus. Es hat auf jeden Fall zwei Beine. Ja gut, aber das haben die ja bei Disney alle. Ja, das ist, aber das ist ja, deswegen brauchst du dich ja nicht ins Boxen. Aber wenn, traust du dich nach dem Tier zu fragen? Ich würde jetzt nach dem Tier fragen. Mhm. Ich werde auch nach dem Tier fragen, weil Hund, Katze, Maus, was kommt als nächstes bei mir? Bin ich... Bei dir, genau. Da, guck mal. Was habe ich denn? Hund hatte ich, war glaube ich nein. Ja, genau, kein Hund. Nein. Keine Maus. Mhm. Was gibt's denn da noch so? Gott, eine Hund? Katze. Maus. Ja. Du bist eine Maus. Bin ich... okay. Bin ich Tom? Nein. Der ist nicht Disney. Ah, scheiße. Stimmt. Ja. Bin ich ein Pferd? Nein. Die nächste Frage, das wäre jetzt die. Das bringt jetzt. Nein. Bringt dich in eine völlig falsche Richtung. Was gibt's denn an Katzen bei Disney? Wahrscheinlich Tausende, auf die ich jetzt nicht komme. Also wenn du bei DC im Order-Katalog guckst, gibt es immer die Frage, ob es zum DC-Universe gehört, zu dem Universe, Vertigo oder zu sonst was. Du musst ja nur eine Katze finden, die auf zwei Beinen läuft. Ja. Mir würde nur eine einzige Disney-Katze einfallen, auf zwei Beinen. Nee, mir fällt nur mit Tom und Sylvester fallen mir ein. Und das ist, ich glaube, beide sind nicht... Sylvester ist MGM genau, und Tom beide ist Warner sind, Brothers. Sind beide nicht Disney. Oder nee, stimmt nicht. Egal. Beides MGM, oder? MGM, ja. Beides, ja, also, beides nicht Disney. Boah. Ich hätte Bock, mal wieder Tex Avery zu gucken. Mm. Schon lange nicht mehr gemacht. Mm. Hat aber nichts mit dir zu tun. Fällt mir nur gerade auf. Oh, wenn, dann wär's jetzt kein Tipp, der mich weitergebracht hätte. Frag da mal noch so eine typische Disney-Frage, was Disney-Charaktere angeht, was ich vorhin auch. Es hilft auch, ein Nein hilft auch. Danach frag er, was für ein Tier ist, da bist du wieder dran. Richtig. Mir fällt jetzt aber auch kein Tier mehr ein. Ja, mir fällt keine Katze von Disney ein, das gibt's doch nicht. Das kann ich aber nachvollziehen, ja. Vielleicht, ich hatte dir den Tipp gegeben, dass du nicht der Protagonist bist. Ja, was es nicht einfacher macht. Jetzt so, von meiner Perspektive aus gesehen. Du stellst mal eine Frage. Irgendwas, was... Ist das eine Sprechrolle? Ist das ein Charakter, ein Sprechcharakter? Sprechender Charakter. Ja. Oh, verdammt. Vielleicht noch den Tipp, dass er nicht nur spricht, sondern auch lacht. Mhm. Oh, das hat auch noch viel zu tun. Ich mach's immer schlimmer. Aber wenn man weiß. Ja, wahrscheinlich. Ich müll dich jetzt mit Informationen zu, um am Ende dann den dritten Platz nach Hause zu schleppen und nicht zum zweiten Mal den vierten. Frag mal, ich kann jetzt nicht wirklich ein... Ich hänge jetzt auf gerade Bild. Tiere und Tiere bei Disney. Ja, ich würde jetzt einfach irgendwas fragen, um Nein zu ernten, damit du dran bist. Aber dann könnte ich ja das nächste Tier fragen. Ja, du bitte. Du bist noch nicht mal nach, was du fragen sollst, damit du Nein kriegst, oder? Ja, das ist ja das Problem. Vielleicht Farbe? Wobei, weiß ich jetzt nicht. Farbe. Ich wollte ursprünglich fragen, schwarz-weiß oder farbig, aber wenn es ja in den 90ern war, dann gehe ich mal davon aus, dass es ein kolorierter Charakter ist. Und ja, irgendwann haben ja alle Charaktere wieder, in Disney Farbe bekommen. Ja, den gab es aber auch schon in schwarz-weiß. So meinte ich das gar nicht. Meine Frau hat mir mal beigebracht. Du hast ihn jetzt reinboxiert. Aber das jetzt weiß halt die Spanne. Das ist ein sehr alter Charakter. Das ist ein sehr alter Charakter. Kann man es genau nehmen, sogar älter als sein Antagonist? Nee, wie sagt man? Protagonist. Protagonist und Antagonist. Er ist der Antagonist vom Protagonist. Genau. Okay. Das könnte dich jetzt aber auch... Kann ich auch an dich jetzt einfach mal... Sag doch einfach, ist... ist das ein Vogel? Nein. Danke, du bist super. Genau, so macht man das. Bin ich ein deutscher Charakter? Oh, das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also ihr kennt die Herkunft nicht. Weiß ich leider nicht. Nicht so eindeutig, warte mal. Bin ich eine Ente? Ist die Frage, ob du es weißt. Ich bin keine Ente. Du bist keine Ente. Oh nein, ich bin wieder dran. ist keine Deutsche. Vielleicht sollte
richtig nach dem rausfinden, wer der Protagonist ist. Vielleicht kennst du den auch. Ist das ein Vogel? Nein. Was der Protagonist ist? Ja. Doch, ich glaube schon. Ist ein Vogel. Nein, nein. Was? Er hat gesagt, vielleicht kennst du es gar nicht. Stell die Frage nochmal komplett. Vielleicht kenne ich es doch nicht, ich weiß es nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. Also das ist nicht eben, kannst ja mal nach dem Protagonist, frag mal. Wer, ja, ist wer könnte der Protagonist denn? Ein Vogel? Nein. Aber wer könnte, wer ist denn bei Moment, Disney der Protagonist? Er hat ja mehrere Protagonisten. Naja gut, egal. Nee. Auch, aber naja gut. Also, ja, nee, der Hauptprotagonist nicht. Nee. Mann, das ist ja so spannend für euch da draußen an den Volksempfängern, ja, was hier alles so passiert. Habt ihr das schon erraten, was es ist? Was ist, ja, ich habe jetzt auch, also das heißt, ist es denn was Europäisches? Ja. Was nicht Deutsches? Ist es Französisch-Originalsprachig? Nein. Nicht. Okay. Muss ich jetzt leider beantworten, ich habe gerade nachgeguckt. Und du hast was im Mund, ja, super. Ja, Französisch nicht. Meine Figur ist dran und du steckst dir was im Mund. Von der Windrichtung ist es nicht die Seite Französisch. Okay. Windrichtung, wie heißt das? Ja, Himmelsrichtung. Himmelsrichtung? Ja, der Name der Windhose. Ist der Protagonist bei mir ein Hund? Nein. Nein. Du bist redest über Disney. Wer ist der Disney-Protagonist? Der. Aber jetzt, tja, so viele. Also ich komme eher aus dem osteuropäischen. Nein. Auch nicht. Nein. Okay. Ich glaube, er muss revidieren mit seiner. Nein, es gibt ja. Naja, aber. Ja. Aber jetzt ist ja erstmal hier unser Kätzchen dran. Das Kätzchen ist dran. Diese miete Katze. Mr. Bond. Vielleicht ist es gar nicht so. Wäre das nicht einfach die Katze von James Bond? Also dann ja, so ähnlich. Ist ja schon schön. So ähnlich. Ist nicht die, aber es ist eher so. Ja, es gibt also der Charakter kann man auch, der gehört nicht zu den Guten. Vielleicht kann man das ja noch so sagen. Es ist kein Guter. Es ist kein Guter. Naja, wenn ich jetzt anfangen würde zu nörden, könnte ich auch so mit, aber egal. Okay, hat die Katze eine markante Farbe? Also ist die orange? Nein. Na, was ist jetzt die Frage? Ist die Farbe der Katze orange? Nein. Markant ist sie auch nicht, ne, würde ich sagen. Schon. Die Farbe? Ah ja. Vom Fell, ja. Aha. Oder dann hätte ich anders fragen sollen, dann stelle ich gleich die. Du bist dran, bitteschön. Oh Gott, Italien, komme ich aus Italien. Ja. Aus den 90ern. Calimero? Bin ich Calimero? Jetzt kommst du in die Richtung, aber bist nicht Calimero. Bin ich Calimero, okay. Ist das eine Signalfarbe? Was dann? Von der Katze, ist das eine Signalfarbe? Nein. Okay. Gerade italienisch, Kinder, kein Calimero. Ich kenne mich da nicht so aus. Die nachfolgende Podcast verzögert sich. Ich meine, du musst zwei böse Wochen schneiden. Du kannst es ganz, also diese, wo wir nur hier so mit offenen Munde und raushängendem Sabberfaden sitzen und mit leeren Augen an die Decke starren. Auch die Stelle, schneidet es hinterher so zusammen, dass du... Dass du gewinnst. Du hast gewonnen. Ein Feuerwerk wird. Und ich so, Ein Tipp. Auch die Stelle, wo du nackt am Rande des Universums entlang getänzelt bist. Mhm. Völlig verzweifelt. Ja, keine Ahnung, bin ich so eine RTL 2 Ausstrahlfigur gewesen. Ach, wo lief das denn? Das weiß ich nicht. Also, das lief im öffentlichen Recht. Das musst du jetzt sagen. Ich helfe jetzt einfach mal ein bisschen. Wir haben ja so ein ähnliches, grob gesagt, ähnliches Alter. Das haben wir früher, glaube ich, auf ZDF geguckt. Mhm. ZDF, okay. Achso. Ich habe es auf dem Privaten noch, glaube ich. Ja. Echt, das lief auf dem Privaten auch? Ich meine auch, ja. Aber ganz sicher. Ich kenne es auch nur, wie Michael sagt, von, aus dem... Ja, ja, da wird es seinen Ursprung haben, ja. Da würde ich das wahrscheinlich eher hinstecken, ja. Ist die Katze schwarz? Ja. Nützt mir nichts, aber schön, gut zu wissen. Hat die Katze menschliche Züge? Ja. Versucht die Katze, ist sie
assistiert die Katze dem Hauptantagonisten, also ist sie so eine, keine Assistentin. Nein, ist der Boss. Ich bin ja ein Tier. Bin ich ein vermenschlichtes Tier? Also laufe ich auf zwei Beinen oder sowas? Mhm. Nee? Ja, auf zwei Beinen läuft, spricht und. Okay, also ich bin schon mal ein Tier, was auf zwei Beinen läuft. Und spricht. Mhm. Aber ansonsten mein Tiercharakter beibehält. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie eine Hose anhat oder eine. Das Tier ist ja ein Kind. Uiuiui. Oder? Ja, ist ein Kind. Ja, deswegen ist es auch so wie ein. Es benimmt sich wie ein Kind. Das Tier ist ein Kind. Also ein. Jetzt hast du auch ein Kindertier. Also ich bin. Ah, ja. Ich bin ein sehr junges, ein sehr junges Tier. Ja. Und, bin ich der Protagonist dieser Serie? Ja. Ist die Serie nach mir benannt? Ja. Oh, bitte jetzt löst auf. Warum qualmt so die Rübe hier unter diesem Headset? Wo qualmt? Ah. Vorne, hinten? Gute Frage. Gute Frage. Wenn du wüsstest, wer du bist, weißt du, dass es eine gute Frage ist. Also ich bin jetzt, keine Hund, keine Maus, keine Katze, kein Pferd, keine Ente. Ende. Wenn du wüsstest, was du noch alles nicht bist. Ja, eben. Also italienisch kann ich eigentlich in erster Linie Herrn Rossi irgendwie mit der Suche nach dem Glück irgendwie auch. Ist Ciao Marco Ciao auch italienisch, weil er ja aus Genua kommt? Ich weiß es nicht. Nee, das ist doch alles. Ist es aber auch das, nicht. Das war ein japanischer Produkt. Das war japanisch wieder. So aber ja, das war ja. Spiegel in Italien, ne? Ja. Das also in Südamerika, glaube ich. Der reist dann ja nach Südamerika, um die Mutter irgendwie zu finden. Hab ich ewig nicht mehr gekriegt. Ja, aber Der kam doch aus Genua oder Padua oder Genua. Nach Italien. Eine Mu, eine Mä, eine Tetris. Also Sindbad habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt. Seht, wie viel Glück dieses Kind hat. Das ist es aber nicht. Kleiner Mann, du bist okay. Bin ich ein Fisch? Nein. So ein Scheiß. So viel zum Thema Nemo. Mann. Hier ist was los. Boah, ich hätte so gern dein Tier, Marek. Da wäre ich jetzt schon fertig und könnte nach Hause fahren. Ja, ich würde auch gerne. Ich würde auch noch nach Hause. So. Ich habe mein Ding ja noch an. Ja. Ach, stimmt. Ich bin völlig ratlos. Jetzt an die Hörer, welches Ding war gemeint. Völlig ratlos. Ach komm. Wenn ich es gleich lese, dann denke ich mir, also, frag noch mal vor den drei Stunden Protagonisten. Wer ist das denn? Den großen Helden. Der weltberühmtes. Disneys große Helden. Disneys große Helden. Auch mittlerweile sehr alt ich geworden. Ich muss auch leider sagen, ich bin nicht so Disney-affin, deswegen. Okay. Es ist nicht so. Ich bin auch nicht so italienisches Tier-affin. Ich muss dir auch sagen, ich habe in den letzten Jahren gar keine Disney-Verfilmung geguckt, deswegen. Das hat damit ja nichts zu tun. Ja, ich weiß. Und wir müssen es trotzdem können. Ja. Also. Aber dass ihr beide da jetzt nicht so affin seid, das merken wir. Das merkt ihr schon. Langsam schimmert es durch. Wer ist der Protagonist? Ich brauche noch ein bisschen. Ist ein Mensch der Protagonist? Nein. Na, sehr schön. Bin ich ein Säugetier? Nein. Wir gehen jetzt einfach mal in die, wir geben Tipps-Ecke. Ja, das wäre schon. Das dauert das so lange, genau. Der Protagonist hatte dieses Jahr einen runden, sehr großen Geburtstag. Der letzte zweistellige runde Geburtstag. Und sonst hat er auch zwei große runde Dinger. Oh Gott, du lenkst ihn wieder. Was? Ja, ja. Oh Mann. Aber Mann. Marek war fast dabei. Fast mit rausgekriegt. Große Dinger. Ja, also ich hab, wer hat der nicht Mickey Mouse, keine Ahnung. Wer? So. Ja, so, jetzt einfach auch zu reden. Ja, aber das ist doch keine Katze. Nein, aber das ist der Protagonist. Achte Protagonisten. Wer ist denn der Antagonist vom Protagonisten? Also wir suchen ja nicht. Wer ist denn der Bösewicht? Beim Mickey Mouse der Bösewicht. Das ist eine gute Frage. Sehr gute Frage. Du musst aber Fragen stellen, die wir mit Ja oder Nein machen. Ja. Sonst müssen wir leider. Genau, sonst haben wir die Frage, was steht auf meinem Zettel? Ist mein Charakter der Antagonist von Mickey Mouse? Ja. Ja.
Aber das schwarze Phantom ist doch gar keine Katze. Ich glaube, er ist nicht so ganz so tief drin in der Mickey Mouse. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich bin... Tatsächlich nicht. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Aber du kennst ihn trotzdem. Also wenn du es liest, würdest dann, du sagen, ach so. Also ich komme... Dann lass es uns so versuchen noch das Tier. Oder du gibst auf, dann ist er Dritter. Also ich gebe auf. Ich gebe frei. Okay. Ja, oh, er gibt auf. Fragen gewonnen. Ich bin die große Aufgabe. Oh, ich will Feuerwehrmann werden. Genau. Wäre ich jetzt nie im Leben drauf gekommen. Echt nicht, aber so ein Scheiß. Grisou, der kleine Drache. Sag mir genau. Was, aber ehrlich gesagt, wäre ich jetzt... Du hattest aber gedacht, ich habe gesagt, soll ich mir was ausdenken? Da habe ich gedacht, nehme ich einen Drache. Ja. War, den hätte ich auch kennen müssen. Ich will Feuerwehrmann werden. Ja, aber werden. Da kommst du auch nicht so drauf. Ich will da jetzt nicht. Ich glaube, durch diese Italo-Ecke bin ich da reingeraten irgendwie. Ich habe die ganze Zeit irgendwie an... Ja. Das muss man halt selber erstmal nachgucken. Weil ja, das ist nämlich so ein Ding, weil wenn du dann nachguckst, das bringt dich ja nicht weiter. Nee, weil wir haben als Kind nicht gewusst, wo das herkommt. Ja, eben. Aber wir haben als Kind auch nicht gewusst, wie viele Staffeln es von irgendwas gibt. Nee. So, was wollten wir noch erzählen? Ach so, den Unterschied zwischen... Ja, ja. Also nur kurz zu Grisou noch. Ich habe einen Cartoon gezeichnet. Also es gibt immer wiederkehrenden Protagonisten in meinen Cartoons. Unter anderem, das ist eine Fee, die erfüllt drei Wünsche. Aber derjenige, dem sie den Wunsch erfüllt, der hat eigentlich immer nur einen Wunsch. Und das ist für die Fee, okay, dann kann die früher Feierabend machen. Mhm. Und sie... steht halt vor dem Grisou, der sich dann eben von, also eigentlich ist es nur so, Grisou wünscht sich was oder soll sich was wünschen und unten drunter steht halt, weil Grisou nur einen Wunsch hatte, konnte die Fee früher Feierabend machen. Also das heißt, ich kenne diesen Grisou und ich weiß, was er immer will. Das Blöde ist halt, als Drache Feuerwehrmann zu werden, der aber blöderweise immer, ja, witzigerweise habe ich auch einen Cartoon gemacht, der das wieder ad absurdum führt. Es steht nämlich das Krümelmonster vor der Fee und wünscht sich ein Servelatwurstbrot. Das irritiert die Fee sehr, aber sie kann auch wieder früher Feierabend machen, was der als der einzige Wunsch vom Krümelmonster gewesen ist. So viel dazu am Rande. Cartoons, ja. Wo gibt es diese Cartoons? Sind das eine... Die gibt es auf www.schoolpeppers.de. Genau, das sind die Schoolpepper-Cartoons. Das ist also ein Einbild-Witz, teilweise unter, teilweise über der Gürtellinie. Manchmal politisch, manchmal soziokulturell. Also klickt mal rein, das macht bestimmt Spaß. Genau. Genau. Du noch irgendwas, was du placken möchtest, bevor wir zur großen... Endrunde kommen. Wir haben hier auch noch eine Geschenkarie. Genau, ach so. Ja. Da freue ich mich. Die Sieger kriegen Geschenke. Die das ist ich bin jetzt so von Katakala noch geflasht, also mir fällt momentan noch nichts ein. Irgendwas? Gut, vielleicht stellt ihr noch was an. Den Unterschied zwischen Captain Marvel und Captain Marvel wolltest du ihm noch erklären? Ich lese eine Legende. Ja, es gab früher mal Verlage, die wurden später umbenannt, dass der eine Marvel und der andere DC hieß. Und zur Zeit, als das noch davor so ein bisschen war, gab es schon Superhelden. Da gab es einen Superhelden, der hieß Captain Marvel. Mhm. Und der war als alter Ego ein kleiner Junge. Der hat... Erschien bei Fawcett Comics damals. Genau, und der, wenn der zum Superheld wird, ist er Captain Marvel. Mhm. Der dann Shazam oder so gesagt hat. Genau, Shazam. Der ruft das Zauberwort Shazam und dadurch trifft ihn der Blitz und... genau, dann ist er Erwachsener-Superheld. Zum Captain Marvel. Dann gab es irgendwann mal einen anderen Verlag, der hat sich Marvel genannt. Dann gab es einen Verlag, der hat sich DC genannt. Und dann hat vergessen DC, sich den Namen Captain Marvel zu schützen. Und Marvel hat sich einfach den Titel, also den Titel ist es ja nicht der Name oder beides ist es, dann hat Marvel einfach gedacht, ich schütze mir jetzt mal Captain Marvel und deswegen konnte DC den Superhelden Captain Marvel nicht Captain Marvel nennen und dann hieß es dann Shazam oder was? Genau, Shazam heißt die Serie und Captain Marvel darf nicht auf dem Cover stehen, aber im Comic selbst da ist es dann der Captain Marvel, wenn er Shazam gerufen. Mhm. Und der Captain Marvel von Marvel ist eine Frau. Haben die sich das ist im Moment eine Frau, war früher aber auch schon ein Mann. Es hat immer einen kosmischen Ursprung irgendwie, also es kommt irgendwie aus dem Weltall. Und woher auch sonst? Naja, aber der Captain Marvel von DC oder Fawcett ursprünglich kommt von der Erde und hat einen magischen Ursprung. Ja. Zauberer. Zusammen ist doch auch eine Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben von den Göttern. Die Leute, die da in oder den die ihm die Kräfte quasi gibt. Solomon, ja, ich glaube so. Weisheit Solomons, was war das noch alles? Das war nicht mehr. Ja. Aber kommt jetzt ja ein Film. Wir kommen ja zwei Filme tatsächlich. Naja, stellte ich genau. Die Frage. Also von beiden kommt richtig. Ja, einmal Shazam. Also er redet von Shazam. Sogar. Ja, genau. Shazam kommt und es kommt Captain Marvel. Mhm, genau. Und beide haben jetzt irgendwie wieder neue Trailer gedroppt und haben die das mit Absicht gemacht, dass die Captain Marvel gegen Captain Marvel gleichzeitig schicken? Nee.
Das wäre ja das, das. Also ich halte es nicht für unmöglich, sagen wir mal so. Also ja. Das wäre, aber kann schon sein, dass es sagen, jetzt lassen wir die beiden, unsere beiden Captain Marvels auch nochmal im Kino gegeneinander antreten, weil die sind ja auch wirklich relativ, also der eine ist im Monat März, glaube ich, der andere oder die andere im April. Ich weiß es jetzt nicht. Es ist, glaube ich, aber auch der erste DC-Film, der nicht mehr aus diesem Snyderverse stammt, oder? Das weiß er jetzt ja. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das damit irgendwie, da würde ich mir jetzt zu weit rauslehnen, keine Ahnung. Naja, die ganzen Zack Snyder-Filme haben ja einen gewissen Duktus bei DC, die sind ja allesamt sehr an dem Dark Age von DC orientiert. Klar, ja, wird auf jeden grimmig Fall. Grimmig und so weiter, und das ist ja nun, da spielt ja nun auch schon jemand die Hauptrolle, die man ja sonst eher aus so einer komischen Spaßserie irgendwie kennt. Naja, wobei ich, mit, Chuck, oder wie die hieß. Ja, wobei mit Suicide Squad sind sie ja dann auch ziemlich in die Spaßrichtung abgedriftet irgendwie, also. Ja, aber das war dann auch wieder, die haben doch irgendwie auch so einen Snyder-Film gehabt eigentlich, den sie dann umgeschnitten haben nach der Vorlage dieser Trailer-Company, diesen Trailer geschnitten hatte, was dem Film ja auch nicht bekommen ist. Genau. Es kann sein, dass der jetzt trotzdem in diesem selben Universum spielt, weil ich glaube, die haben sogar irgendwo einen Batman gefunden, der so aussieht wie der von Ben Affleck, aber ja, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Müssen wir uns überraschen lassen, ob da irgendeine Anspielung drin ist oder auch nicht. Apropos, wo ich übrigens gar kein Fan von bin, sind mehrere Superhelden in einer Publikation. Also das ist jetzt klar, bei den Avengers ist das der Name Programm. Aber als ich angefangen habe, Superhelden zu lesen, gab es in dem Heft immer nur einen. Also in Gotham gab es nur Batman. Und der ist nicht rübergeflogen zu Metropolis, oder Metropolis hat ihn nicht besucht. Das war für sich so. Und das hat mich zutiefst irritiert und auch etwas sagen wir es mal. Verstört. dass dann auf einmal so mehrere Superhelden zusammengekommen sind. Das hat dann wiederum den Charakter getrübt, meiner Meinung nach, dass diese Helden was Besonderes gewesen sind, weil sie überall da waren. Ah ja. Das wurde ja in Marvels ganz gut irgendwie auch thematisiert dann, aber das ist, wie gesagt, also ich mag am liebsten diese Comics, die so für sich dann spielen. Mhm. Und deswegen fand ich jetzt, du warst ja mit dem Andi im Kino und ihr habt ja euch den Film angeguckt, diesen Into the Spider-Verse oder sowas, ne? Ich habe mir auch den Podcast angehört, wo ihr den Film besprochen habt. Und da ging es ja auch um mehrere Universen und mehrere Spider-Männer, Frauen und Pools, die dann da irgendwie zusammengekommen sind und da irgendwie alles miteinander verquickt haben. Und das muss ja sehr, sehr gut gelungen sein. Das finde ich zum Beispiel dann wieder interessant, wenn man aus solchen verschiedenen Sachen dann doch wieder was Neues knüpft. Aber das finde ich halt gerade deswegen lustig, weil es halt sich um dieses Spider-Man-Universum handelt und nicht um, und jetzt kommt noch Superman, jetzt kommt noch Batman und jetzt, gut, bei Marvel wäre es natürlich dann jetzt Daredevil, Punisher und Deadpool. Aber das fand ich dann wieder gut. Aber ich selber stehe wirklich eher so auf diese Solo-Nummer. Weil es rettet ja nur der Superheld die Welt. Wenn er noch 27 andere gibt, kann er aus Metropolis mal ganz schnell der Superman rüber nach Gotham und da dem... Theoretisch kann er ja der Superman, es sei denn, Batman hat wieder Kryptonit in der Hosentasche, kann er ja sowieso alles regeln. Das ist ja immer so, finde ich, generell das Problem. Die Superhelden haben ja auch Antagonisten, die sozusagen ihrer der Superheldenkraft des Protagonisten irgendwie was gewappnet sind. Ne? Die können dem was entgegensetzen. Ja. Deswegen also so ein Bane kann natürlich dann irgendwie den Batman zu Fallen bringen. Aber würde ein Bane jetzt auf Superman losgestiefelt sein, hätte das jetzt nicht so viel Erfolg gehabt. Jetzt sind wir übrigens bei diesen Gesprächen, die ich geführt habe, bevor die die Manga-Mädchen in die Comicläden gekommen sind. Ne? Das ist nämlich so ein bisschen so. Die weiblichen Captain Marvels. Ja. Das ist nämlich so das Ding irgendwie. Ja. Deswegen, also ich fand das immer so komisch, weil theoretisch müsste doch noch mal sich Superman um den Joker kümmern. Das sollte doch alles irgendwie auch kein Problem sein. Es sei denn, der Joker hätte in seiner Hosentasche auch Kryptonit dabei. Nee, und der Superman bringt ja keine Menschen um. Das wird ja hin und wieder... Batman ja auch nicht. Na, Moment, das wird ja hin und wieder mal... da werden ja selbst diese Grenzen, diese Tabus gesprengt. Wie jetzt zum Beispiel in einem Comic zum Videospiel Injustice. Ach so, im Spiel ja auch selbst, wo dann Superman sich tatsächlich mal um den Joker kümmert, und zwar endgültig. Ja. Ja. Also da wird es dann halt auch mal ein bisschen aufgesprengt, das Ganze. Und da hast du dann halt auch das Gedankenspiel, dass Superman praktisch sich zum Retter der Welt oder zum Überwacher der Welt aufschwingt und das Ganze so ein totalitäres Regime gibt. Ja. Okay. Ja. Interessanter Ansatz, und das ist auch sehr erfolgreich angekommen, das Comic. Also da kann ich auch mal den Blick empfehlen. Ja.
Okay. Wer ist der reichste fiktive Charakter? Wurde ja auch mal gesponnen. Und sagen viele. Kam, den habe ich gar nicht ist schon wieder, nee, ich also verschiedene, also der Papa vom Richie Rich oder der Weihnachtsmann ist auch ein fiktiver Charakter oder, und ich glaube. Das ist ein fiktiver Charakter, der Weihnachtsmann. Gott sei Dank ist die Sendung ab 18. Ich habe beide Kinder. Was wie jetzt? Wieder. Nein. Ja, Dagobert Duck könnte es sein, aber weiß man nicht. Also man versucht dann ja auch sowas immer mit irgendwas zu belegen, dass es in diesem Comic gab es diese Summe genannt oder diese Mittelstand zur Verfügung. Und das muss dann auch inflationsbereinigt werden. Genau. Oder ja. Zu welcher Zeit es spielt. Also ich meine, ja. Manche von den Comic-Charakteren haben ja auch zu einer Zeit viel Geld und zu einer anderen Zeit wenig Geld. Der Tony Stark hat bestimmt auch irgendwann mal blöd in der Ecke gelegen. Der war mal nicht so stark. Und oder Danny Rand mit seiner. Oh, ja, genau. Da hat so man ja eh keine Ahnung mehr. Zwischendurch war auch mal der Peter Parker reich, oder? Hat er nicht irgendwann auch Konzern und Co.? Die habe ich aber ignoriert, die Phase. Superhelden. Bruce Wayne geht's eh viel zu gut. Finanziell meine ich. Aber du warst ja gerade beim Weihnachtsmann schon in der richtigen Ecke. Ja. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Was. Macht ihr denn so an Weihnachten? Gibt es da spezielle Bräuche oder über die ihr jetzt hier reden möchtet oder auch nicht? Nein. Nein, das nicht. Ja, es gibt Bräuche, aber ich rede da jetzt nicht drüber. Der Sascha geht heute nochmal auf den Weihnachtsmarkt. Ich werde heute auf den Weihnachtsmarkt gehen und das Weihnachtsfest bei meiner Familie begehen. Also wir machen es wahrscheinlich relativ klassisch mit einem Weihnachtsbaum. Das ist für die Kinder ja auch immer am schönsten. Dann gibt es dann Geschenke, auch in erster Linie für die Kinder, weil als Erwachsener kann man sich ja viele Sachen leider selber kaufen auch. Ne? Das ist ja so auch so das Problem. Ja. Das wird dann bei meiner Schwester im Norden der Republik stattfinden, in Pinneberg. Mhm. Also auch sehr schön. Da werde ich dann mit meine Nichte und meinen Neffen sehen, werde mit meiner Frau dann dahin fahren. Stammst du aus der Ecke, ja? Nein, überhaupt nicht. Ich bin Kölner. Ach so. Ja, meine Schwester ist irgendwann aus Köln nach Hamburg gezogen. Ich bin irgendwann aus Köln nach Mainz gezogen. Mhm. Die einzigen, die jetzt noch tatsächlich in Köln und Umgebung sitzen, sind meine Eltern. Mhm. Okay. Und die sind eigentlich Berliner. Also haben da eigentlich auch nicht verloren. Also wir sind einmal so eine Mischung aus Rheinländer, Preuße und mittlerweile auch Nordlicht. Das ist schon ganz lustig eigentlich. Also bei mir ist es so, ich beziehungsweise meine Frau und ich fahren zu meinen Eltern. Das Gute ist, meine Frau ist orthodox, ich bin katholisch, das heißt, wir haben zwei Weihnachten, wir fahren uns nicht in die Parade, wir feiern unser katholisches Weihnachten mit meinen Eltern jetzt in ein paar Tagen in Andernach bei Koblenz. Und dann das Weihnachten von meiner Frau, das Orthodoxe, halt Anfang nächsten Jahres im Westerwald bei ihren Eltern. Und auch klassisch, Familie trifft sich und ja, die Erwachsenen, die schenken sich nur symbolisch was. Also das ist jetzt auch nicht mehr so die Auto Geschenke. Oder? Ja. Genau. Also du warst die Kleinigkeit. Ja, diese Kleinigkeit. Ja. Ne? Man als Comiczeichner einfach mal so aus der. Denn tatsächlich, was man nicht weiß, also wenn man über die reichen fiktiven Charakteren redet, noch reicher sind die Leute, die sie erfunden haben, die zeichnen. Genau. Ja. Wie gesagt, genau, und das ist dann halt ganz ruhig im Kreis der Familie. Da muss ich mal nachfragen, da ich mich mit Orthodoxie nicht so auskenne. Ja, bitte. Ich auch nicht, da feiert man Weihnachten und wenn ja, wann? Es ist ja einerseits der gregorianische und einerseits der julianische Kalender. Mhm. Der gregorianische ist ja dann halt der katholische. Oh Gott, ich hoffe, ich bring's jetzt nicht durcheinander. Dann steinigen mich jetzt schon Leute. Und deswegen ist da diese Zeitverschiebung. Es ist im Endeffekt zu gleicher Zeit, nur halt der julianische Kalender ist halt versetzt. Der gregorianische, das war ja damals irgendwie, da hat die Zeit anders berechnet. Die Julianische hat, glaube ich, eine größere Toleranz gehabt und deswegen hat sich das jetzt im Laufe der Zeit einfach verschoben. Ja, aber klappt schon, wenn du dich mit deiner Frau verabredest, dass ihr zur selben Zeit am selben Ort. Das funktioniert unglaublicherweise gut. Gibt ein Haus am See, man kann sich so Briefe schreiben, Briefkasten rein. Ja, genau. Über die Jahre hinweg. Ja, genau. Oder mit so einem Funkgerät. Ja. das funktioniert. Aber das ist das Praktische. Weil eine Frau ewig nicht mehr gesehen. Wie oft hat man die Diskussion, sind wir bei deinen oder bei meinen Eltern? Wir feiern Weihnachten bei beiden. Fantastisch. Wie viel ist das versetzt jetzt? Bitte? Um wie viele Tage ist das versetzt? Oder? Oh Gott, ich glaube, das ist jetzt Anfang Januar ist auf jeden Fall das Orthodoxe. Möge es der 6., 7. Januar, ich weiß es nicht. Also genau weiß ich es nicht. Und dann feiert man dann das orthodoxe Neujahrsfest, das ist dann noch später oder?
Theorie. Ja, also im Endeffekt ist es, das Neujahrsfest ist ja im Endeffekt eine neue Feier. Es ist ja kein klassisches. Deswegen, die feiern halt das Weihnachten auf dem Orthodoxen und der Rest ist einfach. Okay. Weihnachten in Russland war auch immer im Januar, stimmt. Ja? Genau. Richtig. Cool. Ja. Aber da Weihnachten ist, ich will ja nicht, ne? Man sagt ja auch, hüte dich vor Griechen, die Geschenke bringen. Ich bin jetzt für den Kindern was mitgebracht. Aber ich habe den Kindern was mitgebracht. Ich wollte nicht mit leeren Händen kommen. Bescherung. Jetzt ist aber die Sache die. Ich habe drei Sachen dabei, weil mich selber brauche ich mich nicht beschweren. Ich ging ja davon aus, dass ich hier was Tolles kriege. Bekomme ich nicht. Kann ich merken fürs nächste Mal. Aber was ich mitgebracht habe, ich habe drei braune Tüten mitgebracht. Da ist Tüte. Da ist nicht das gleiche da drin. Foto machen, ja. Genau. Da haben wir nämlich einmal Schrödingers Tüte. Oh. Und dann ist da einmal die Mystery 2000 Tüte. Oh. Mhm. Und zu guter Letzt die Tatütata-Tüte. So, und jetzt, es ist wie gesagt, die Inhalte unterscheiden sich leicht. Ihr könnt euch jetzt welche aussuchen, ihr könnt sie auch nachher untereinander tauschen, wenn ihr sie vielleicht schon kennt, schon habt oder nicht wollt. Aber ich würde jedem von euch empfehlen, sich einfach mal eine Tüte zu greifen und dann mal reinzugucken und euch hoffentlich zu freuen. Oh. Ja. Braune Tüten sind ja immer. Und normalerweise kamen die ja aus Flensburg in einer neutralen Tüte. Von Frau Use mit Ehehilfsmitteln. Also ich überlasse die erste Wahl unserem Gast. Also hier, das oder die Schrödinger Tüte? Irgendwie die Schrödinger Tüte. Dann nimmst du die Schrödinger Tüte. Genau. Okay. So. Dann der Gastgeber. Dann würde ich Mystery. Die Mystery 2000 Tüte. Eine gute Wahl. Die Tatütata-Tüte. Perfekt. Ja. Dann seid eingeladen, reinzuschauen und den Rest zu behalten. Die Tüte willst du wieder haben, oder? Ach, die Tüte willst du wieder? Nee. Die gute Tüte. Falls ich noch nach Amerika fahre, um dort Alkohol draus zu trinken. Die Tüte möchte ich dann übrigens signiert haben. Das finde ich so cool. Genau, also was ihr jetzt da draußen an den Volksempfängern nicht hören könnt, ist, wie Steffen sich die Finger zerbricht beim Versuch, eine getackerte Tüte zu öffnen. Uiuiui, cool. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Genau. Ui, ist ja noch mehr. Genau. Ist ja cool. Randvoll mit Zeug. Das ist ja wie Weihnachten. Das ist ja echt, also diese Wundertüte, liebe Zuhörer, die habt ihr jetzt nicht. Genau. Das ist ja cool. Also quasi schon orthodoxes Weihnachten nur früher. Also invers orthodox. Wir feiern Weihnachten vorher. Ah, das sind die Comic Solidarity Karten. Genau. Ja. Cool. Das genau. ist cool. Einmal von Sam, die Gottesanbeterin. Eine Figur aus Check. Arche Noir. Dann das Chamäleon. Stimmt, das Chamäleon. Wann hast du denn das erfunden eigentlich? Das hat der Björn Hammel erfunden. Ach so, tatsächlich. Ach, das ist das. Genau, und das ist das, was ich mit ihm texte irgendwie. Die Fliege ist da auch drauf. Nee, die Fliege ist aber was anderes. Das war so ein Protagonist, der noch länger bei mir rumschwebt. Und zwar habe ich im Jahr 1984 einen Comic gezeichnet, der hieß Die Fliege, ein Superhelden-Comic. Und ich habe mir gedacht, den zeichne ich nochmal neu, aber nach dem Text von 1984. Das heißt, Text Sascha 11 Jahre, Zeichnung Sascha 47 Jahre, also sowas eben in der Art. Und dann natürlich der Neueste, der Matt Eagle. Ja, der Matt Eagle ist ebenfalls dabei, genau. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Karten. Postkarten, damit ihr euren Lieben auch was schreiben könnt zu Weihnachten. Er hat die bessere Wahl getroffen. Sehr schön, dass wir alle auf die gleiche Karte reagiert haben. So einfach ist das. Vielleicht muss man die eine Karte mal kurz beschreiben. Das kann man ja aufwendig dann in die Fotos klinken oder verlinken. Sind das alles School Peppers Sachen? Das sind kleinere, School Peppers Geschichten, genau. Also drei School Peppers Motive gibt es da eben auch. Sehr geil. Und dann hat jeder von euch noch. Genau mein Humor, ich glaub's. Und dann hat jeder von euch noch zwei Postkarten aus der Mad Eagle Serie bekommen. Sehr cool. Harder than Arena. Und dann gibt's noch jede Menge Comics. Ja, der Steffen hat gerade den Held-Robin in der Version 3 sozusagen, in der dritten Staffel. Von letztem Jahr. Sehr cool. Hast die Nummer 2. Leger Legende hat die Nummer 2 gekriegt. Nummer 1 habe ich nicht mehr gefunden, deswegen hat Marek auch die Nummer 3 gekriegt. Ja, cool. Aber da könnt ihr schon mal sehen, woran ihr rumgepinselt habt. Mhm. Genau. Oder vor was ihr euch gedrückt habt.
Ja, genau, Steffen. Eine Skull Peppers Veröffentlichung gab es auch. Das ist ja genau, das ist die Invasion vom Alpha Centauri. Mhm. Mit den Schwanzoiden vom Alpha Centauri. Ja. Das ist damals zum ersten Jahr von den Skull Peppers erschienen. Also in einer kleinen Auflage, handgetackert. Ja, hattest du das dann vorher online irgendwie? Die Geschichte nicht, nee. Nee, die hast du dann tatsächlich nur dafür gemacht. Genau, die ist nur dafür entstanden, genau. Das Chamäleon, da ist es. Genau, dann hat der Steffen jetzt noch das Chamäleon in der Hand. Marek guckt in der Zwischenzeit in den Skull Peppers Cartoon-Band Ganz großes Kino. Das ist echt geil. Ach so, ja. Und ich habe hier die Trailer Edition von Matt Egan. Genau, das, was wir besprochen hatten, ein Film. Die habe ich auch. Genau, die habt ihr alle. Das ist cool. Echt cool. Ja, das musst du alles noch signieren nachher, das weißt du. So, und du hast noch eine ganz besondere Ausgabe von der Arche Noire bekommen. Ah, okay. Ja, die ist so limitiert, weil, wenn du sie aufmachst, wirst du es herausfinden. Ist sie auf dem Kopf? Die ist auf dem Kopf. Ach! Der hat nämlich die Druckerei Scheiße gebaut. Ah. Da habe ich mir gedacht, die ist jetzt so limitiert, dann bringe ich die mal mit und unter das Volk. Genau. Das ist ja cool. Genau. Die ist auf dem Kopf. Ja, aber sehr cool. Freue ich mich. Sehr schön. Und was der Leisure Legende gerade da in der Hand hat, das sind die Cabin Tales. Das sind 8 Kurzgeschichten zwischen einer und 8 Seiten. Mal spannend, mal traurig, mal überraschend. Vielen also, Dank. Ich habe euch sozusagen mein Oeuvre aus den letzten 5 Jahren hier auf den Tisch gekippt, in die Tüte. Cool. Und erwarte natürlich im nächsten Jahr was Ähnliches. Ja. Na gut, dann wird zumindest der Marek seine Comics da haben. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe, dass ich das dann mitbringen kann. Genau, ja. Und dann gibt es die gedruckte Variante vom Eltorin diesen Jahres, ne? Stimmt. Ja, das ist ja gerade. Also nur ich kriege Geschenke dann. Nein. Mal sehen. Wenn du artig gewesen. Ich kann euch eine Kassette machen mit dem letzten Podcast. Oder? Kassette, eine Musikkassette? Ja. Das wäre doch mal eine Idee. Das kannst du machen. Ja. So ein Mixtape. Ich habe sowohl noch Videokassettenrekorder als auch dort hinter dieser Tür auch noch einen Musikkassettenrekorder. Wir könnten also auch komplett analog unterwegs sein, wenn wir wollen. Und Schallplatte ist da auch. Junge, Junge. Hast du auch noch einen Rider? Ja, soll ich dir was sagen? Ich habe damals gewollt, dass ich die Verpackung von meinem letzten Rider aufhebe und hat meine Mutter gesagt, das ist Müll, schmeiß das weg. Und ich wollte das behalten. Ich habe es leider weggeschmissen. Meine Mutter hat meine Star Wars Figuren im Kindergarten gestiftet. Also Mütter sind so. Mhm. Mütter sind genauso, Ordnung, ja. Naja, sie haben uns das Leben geschenkt. Und das haben sie jetzt davon. Und das lassen sie einen auch jedes Mal. Ach, ich dachte, das gehört noch in die Kategorie grausam sein. So, und mit diesen frohen Gedanken. Frohe Weihnachten! Entlassen ho, wir euch ho. Jetzt ins... Ho, ho, ho. Ist dir noch was eingefallen, Marek? Nein. Was? Nee, das waren die perfekten Schlussworte. Und wir freuen uns auf ein besinnliches Weihnachtsfest. Auf jeden Fall. Du dich sogar auf 2. Ich sogar auf 2. Das ist cool. Ja. Ich möchte nur noch mal ganz gerne wissen, hat es euch gefallen? Ja, so. Man hat ja sonst nicht viel im Leben. Hätte ein Samstag was okay. Ja, hätte kürzer sein können. Das war jetzt aus Sicht des Zuhörers. Ja, musst du den ganzen Kram hier dann du spielst es auf Longplay ab, da müssen die doppelt so lange hören. Ja. Aber dann nicht mit runtergepitchter Stimme, sondern hoch, sodass man gar nicht merkt, was da verkehrt läuft. Ich hoffe, du schneidest es aber noch auf 3 Stunden runter. Also. Mal gucken. Nee, ich glaube, wenn ich jetzt... Es soll Leute geben, die 2-mal Geburtstag feiern, während sie das hören. Orthodox und... Zurück in die Zukunft. Nee, war schön. Also, war toll. Ja. Würde mich sehr freuen, wenn ihr demnächst wieder mal dabei seid. Wenn ich was Neues am Start habe oder euch hier mit Rezensionsexemplare zumülle und ihr da wohlwollend drüber spricht, können wir drüber reden. Wir können theoretisch auch Gewinnspiele aussprechen. Also, Gewinne über Arche Noire haben wir schon sehr wohlwollend gesprochen. Sehr, ja. Genau. Was sehr wohlwollend.
sehr müßig wohlwollend und genau, schwer geworden. Ja. Jetzt ist mir die Sache, was? Nein, sehr begeistert natürlich. Also eigentlich war alles gut. Alles ganz gut. Heimlich finden wir den ja saugeil, den Comic. Das sagen wir dir natürlich nicht in deiner Anwendung. Das ist auch vernünftig. Das muss, es mir noch so ein bisschen eben. Man muss ja immer Luft nach oben lassen. Ja, ja. Und die, oder wie war das? Die wird im nächsten Jahr gefüllt werden, die Luft. Ja, kein Anschiss. Durch braune Gase. Kein Anschiss ist auch schon ein Lob, ne? Oder wie? So. Gase, Schiss, aber. Kein Anschiss. Kein Anschiss unter dieser Nummer, ja. Der gut. Möchte mich heute nicht mehr verstehen. Naja, gut, okay. Dann runden wir das ab. Ne? Vielen Dank, dass ihr hier wart. Gerne. Und, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Durchhalten an die Zuhörer und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Und rutscht nicht zu doll. Tschüss. Ciao. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank. Soundcheck jetzt. Ich habe bei Didi der Doppelgänger manchmal überhaupt keine Lust, dann neue Filme zu gucken, wenn der auch noch zur Auswahl ist. Ja. Ja. Didi der Doppelgänger hat mich übrigens durch meine Karriere als Artdirektor und Kreativdirektor gebracht. Ja. Und zwar geht es um drei Phrasen. Ja. Das war die eine Phrase. Mikro noch ein bisschen bei, Sascha. Was denn? Okay. Das Mikro noch ein bisschen bei. So, geht's so. Aber es nee, ja, so kannst du bei Bart dran. Eben, ja. So ein bisschen. Das müssen wir ein bisschen gucken. Ansonsten. Ich kann ja auch über wie so ein Schlaganfall-Patient. Wie der Popeye. Spreche ich einfach mal. Nee, alles gut. So, passt. Geht? Ja. Vor kurzem war ja der internationale Soundcheck Day, ne? Gibt's auch. 12.12. 1-2-1-2. Ach so. Ja. Ah. Mhm. Alte Musik. Alte. Zeichnen, weil das kann man gut als Outtake verwenden. Alte Musikerwitze, ja. Das ist doch gut. Also May the Fourth ist auch nachträglich erst der Star Wars. Soundcheck gehören. Mhm. Etwas Konzentration bitte. Ja, Sascha singt jetzt die Ode an die Freude. Ja. Ich könnte nur das Horst Wessel-Lied aus dem Stegreif, aber was für ein Lied? Das kennst du das nicht. Das ist doch, da wird man ja direkt, da klingt es direkt an der Tür und der Verfassungsschutz steht vor der Tür und möchte mitsingen. Ist es immer noch doof? Ja, irgendwie. Nee, also ich was weiß nicht. 1, 2, 3, 4. Warte mal, mach mal ein bisschen nach vorne, wenn es noch geht. Ja, so? Ja, doch, so. Ja? Ja, ja. Gut, doch. Ansonsten muss ich halt ein bisschen hoch. Also hochpegeln. Nee, jetzt mal jetzt. So, das Steffen hat schon wieder hochgepegelt. Ja, ja. Im Gegensatz zum Rhein. Dann sing doch mal ein Lied. Haben wir auch ein schönes Outtake. Auferstanden aus Ruinen. Nee, wie geht denn die Melodie nochmal von der DDR-National? Das weiß ich eigentlich nur wissen. Ja, aber er ist ja auch schon ein bisschen was hier. Auferstanden aus Ruinen. Ja, gut. Bevor uns der Verfassungsschutz hier irgendwie einkassiert nachher noch. Soll ich was sagen? Du singst. Ach so. Das Biene Maya Lied. In einem unbekannten Land. So mehr nicht, sonst kommt die GEMA. Und du singst ein. Ja, also singen ist ganz. Du kommst aus Polen, jetzt eigentlich das. Rappen. Eigentlich, nee, also fast, es grenzt an. Eigentlich kommt ja aus Prag, aus Tschechien kommt ja Karel. Ja, aber. Ach so, Karel. Oh. Ja. Verdammt. Sein Nachbar, gell? Gut. Ja, war der Nachbar. Ja, alle Nachbarn. Ja. So. Okay. Aber. Funktioniert. Würde ich sagen. Ne? Ja, doch, würde ich auch sagen. Gut. Ja. Du auch? Du auch?